Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe 394. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Marvin. Gute, hallo. Senior Basti. Gute und Grüße. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Es nimmt langsam wieder so ein bisschen Normalität an. Es ist Dienstag und wir reden über, oder wollen reden über Fußballspiele, die da kommen. Es ist, oha. Es fühlt sich langsam doch wieder so ein bisschen besser an, finde ich, oder? Ja. Ist trotzdem ungewohnt, muss ich sagen. Ja. Also so. Wir hatten ja gerade in der Vorbesprechung darüber geredet, so von wegen, dass wir, ach guck mal, am Donnerstag müssen wir wieder den Spiegeltext abgeben, der am Freitag online geht für die Spieltagsvorschau. Das sind dann so Dinge, die kommen dann wieder und zeigen einem, ach guck mal an, am Wochenende ist tatsächlich Bundesliga. Stand jetzt. Ja gut, davon müssen wir jetzt ausgehen, René. Ja. Ich habe tatsächlich bei jeder kleinen Meldung komplett, ich weiß nicht, interessanterweise habe ich schon fast Angst. Ne? Ich meine, wir haben ja in der letzten Woche drüber gesprochen und wir haben das ja, glaube ich, ausgiebig beleuchtet, dass man das echt unterschiedlich sehen kann. Und wie gesagt, ich weiß auch jetzt schon, dass ich jetzt nicht komplett ausflippen werde am Samstag, aber dann irgendwie richtet man sich ja doch dann persönlich ein. Ne? Man denkt, naja gut, okay, am Samstag haben wir Gewissheit, immer ein Spiel, dann spielt die Eintracht wieder. Und wenn irgendwas kommt, ne, jetzt irgendwie, vorhin hat einer mir bei WhatsApp, nee, bei Facebook geschrieben, na also, ne? Nur na also und ein Link. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was es geht. Und ich hatte tatsächlich schon ein bisschen Bedenken, dass jetzt wieder kommt, okay, wieder Coronavirus bei irgendeiner Fußballmannschaft gefunden oder so, ne? Dann habe ich schon gedacht, oh Gott, muss nicht sein. Aber dann, naja, es war ja nur Jens Lehmann, insofern geht's. Hat er dich doch angefragt für Social-Media-Beratung, wie er so ein Facebook-Live-Video machen kann? Kann ich leider nicht helfen. Ja, aber es stimmt schon. Also man klammert sich ja dann schon doch recht schnell auch an so Strohhalme oder Strohhelme. Jetzt auch nicht, weil man jetzt irgendwie erwartet, dass es jetzt irgendwie ein total geiles Produkt ist, aber weil es einem halt so ein Stück weit Normalität wieder verspüren lässt. Es ist Wochenende, man kann sich wieder über Eintracht-Spiele freuen, mehr oder weniger. Man kann sich im Vorfeld mit den Leuten irgendwie austauschen, so gewisse Routineaufgaben kommen wieder hoch. Also das ist halt schon auch was einem so ein bisschen Beschäftigung dann halt auch gibt, die man vielleicht jetzt ja momentan im Alltag so nicht hat. Ja, sei denn, man gehört zu den Menschen, die jetzt irgendwie das neue Fitnessbuch derzeit schreiben und Marathon laufen und irgendwie das 48. Kochbuch durchgebacken gekocht haben oder irgendwie was, weiß ja nicht, was es da alles für komische Menschen drüber gibt. Ja. Da gehe ich eher mit dir, René, mit der Aussage. Ich freue mich tatsächlich auch drauf, wieder ein bisschen einen Rhythmus ins Wochenende zu bekommen, sozusagen. Ja. Es wird sicherlich der einzige Faktor, den ich mir gerade auch so in der Vorausschau aufs Wochenende gedacht habe, ich habe sogar Lust, mir mal einfach das erste Spiel, das eben übertragen wird, auch so mal in Ruhe anzuschauen. Es waren ja oft jetzt so die letzten Monate, war es doch oft so, dass man gesagt hat, ich will die Eintracht eigentlich sehen, der andere Scheiß interessiert mich gar nicht, was da so geklickt. Ja. Und da sind viele Mannschaften auch dabei, die ich mir sowieso nicht angucken würde. Ich bin mittlerweile sogar so weit, dass ich mir so einen kompletten Spiel habe, wenn ich es zeitlich irgendwie hinbekommen sollte, so viel Fußball konsumiere, wie es geht. Erstens, wer weiß, wie lange es funktioniert. Und zweitens, ich bin gespannt, wie auch die anderen Mannschaften so damit klarkommen. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine nette Unterhaltung und ich freue mich tatsächlich drauf. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Wobei auch da ist natürlich, ich glaube, Basti hat das ja auch schon gesagt, dass natürlich dann für jeden auch nochmal sehr individuell anders ist, weil man, auch wenn man Routine hat, sie ja trotzdem nicht so komplett da ist wie vorher, weil das Stadionerlebnis ja weg ist, aber auch das gemeinsame Schauen von Fußball irgendwie mit Freunden und so weiter ja auch nicht in der Art und Weise umsetzbar ist, wie man es halt bisher gemacht hat. Ich finde, was Dennis gerade gesagt hat, so ging es mir auch, so dieses, die Eintracht spielt ja eigentlich Samstag 18:30 erst. Korrekt. Aber für mich habe ich 15 Uhr im Kopf, 15:30, so, also dieses. Genau. Das wäre vorher nicht so gewesen, glaube ich. Ich glaube, dann hätte ich geguckt, da spielt der eine Konferenz interessiert. Dann wären irgendwie 5 Spiele gewesen, von denen mich 4 nicht interessieren. So dann ist es nämlich, genau. Dann hätte ich irgendwie das eine Spiel vielleicht alleine geschaut oder keine Ahnung. Aber jetzt denke ich mir tatsächlich ganz ehrlich, wie Dennis es sagt, ich lasse es zumindest mal an mich ran und dann schauen wir mal, was es mit mir macht. Also, ihr seid alle schon gefangen. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Der Fußballvirus hat euch alle doch wieder gefangen. Ja, natürlich. Ich war heute weiß ich schon aber nicht, Marvin. Weiß ich nicht. Ja? Weil ganz ehrlich, als ich ins Bett gelegt habe und gedacht habe, gut, wenn ich schon nicht nach Miami kann, schaue ich mir WrestleMania jetzt in 2 Schichten an. Ich habe nach einem Match ausgemacht. Es kann natürlich sein, dass ich dann doch
auf lange Sicht nur die Eintracht schaust. Ist tatsächlich das stimmt, so. Das stimmt. Ja, ja, das ist muss man schauen. Also, weißt du, es ist schon so, wenn ich. Das Revierderby ist jetzt tatsächlich auch am Samstag, oder? Ja. Was, wie krass das ist, dass jetzt alles ja. so zusammenkommt irgendwie, ne? Genau. Du hast jetzt Revierderby. Normalerweise wäre das ein safes Spiel, was ich mir einzeln anschauen würde. So. Ja. Da fehlt aber natürlich irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Dortmund macht das 1-0 und rennt in den Block und da sind irgendwie, was weiß ich, 5000 Dortmunder oder so. Und das ist schon weg. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ein Derby überhaupt noch ein Derby dann ist, sondern das ist vielleicht ein Spiel, wo du weißt, okay, die beiden Mannschaften können sich nicht leiden, aber eigentlich ist ja ein Derby tatsächlich ja. der Peak von einem Spiel, wo dich das Drumherum natürlich auch interessiert. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr gespannt, ob ich dann das einzeln schauen werde oder denke, okay, catch mich nicht, ich schaue mir die Konferenz an. Ja. Ich glaube, was du aber auch genauso auch sagst, ich glaube, diesen Beweis, den können wir jetzt nur theoretisieren. Am Ende ja. müssen wir den Samstag abwarten. Wir müssen abwarten. Ich meine, es fehlt ein essentieller Teil. Das haben wir letzte Woche ja auch immer wieder gesagt, dass halt die Fans, was extrem wichtig für unser aller Fußballerlebnis ist, die fehlen. Ja. Aber wir müssen sehen, wie es am Samstag läuft. Es kann sein, dass es trotzdem in Ordnung ist. Ne? Ja, das ist echt. Aber ich finde schön, dass wir auch mal über einen positiven Virus berichten können, nämlich den Fußballvirus, der jetzt hier schon wieder infiziert hat. Sehr gut. Was ich mir überlegt habe, ich glaube, ich werde es mir zusätzlich so einreden, weil ich erinnere mich an Spiele, die ich auch so geschaut habe. Natürlich habe ich die Fans gesehen, aber nicht gehört. Das ist wie wenn du irgendwo im Urlaub oder auswärts bist und du schaust das Eintracht-Spiel und es interessiert sonst keinen und du hast den Ton sowieso nicht. Also, ja, sehr gut. Ja. Klar, das kannst du ja vergleichen. Da siehst du auch nur das Spiel und willst du, dass der Eintracht gewinnt, du kriegst von den Fans nichts mit, du kriegst vom Kommentator nichts mit, du siehst quasi nur das Spiel und die anderen Leute schauen sich irgendwie Bayern oder Dortmund an und du stehst dann am kleinsten Fernseher in der hintersten Ecke und da darfst du die Eintracht irgendwie aus Gnaden schauen. Ein bisschen wird es sich vielleicht so anfühlen, zu denken, okay, es ist eine Sondersituation. Ich weiß halt nicht, inwieweit man die Sondersituation über Wochen sich einreden kann oder sich dran gewöhnen kann. Ja, das wird halt echt noch schwierig. Es ist aber tatsächlich so, Leute, an diesem Alltag, wo ich vor 2 Monaten noch dachte, niemals, haben wir uns auch dran gewöhnt. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie das sein wird. Das finde ich eine spannende Situation. Also du legst ja das auch schon richtig schön zurecht, wie man das dann bestmöglich machen kann tatsächlich. Es hört sich so an, wie als wärst du jetzt der Einzige, der australischen Football im Jaws ganz gerne gucken würde, während genau die anderen so, alle nur da dabei sind und laut Party machen wollen. Ja, es könnte eine Art und Weise sein, das Ganze irgendwie zu konsumieren. Ah ja, es ist vielleicht einfach auch eine gute Ablenkung so für zwischendurch. Ganz ehrlich, wenn jetzt irgendjemand zuhört und meint, oh Gott, wir würden das Ganze relativ unkritisch betrachten. Hört die ganzen Folgen der letzten Wochen, da sind wir sehr, sehr kritisch drauf eingegangen. Ist ja auch aber alles es gesagt, ist, ganz ehrlich, ich habe ja auch keine Ahnung. Was soll man jetzt jeden Tag denselben Kram sagen, weißt du? Also genau. Also ich wollte es nur noch mal ganz klarstellen, ja, klar, weil wir haben in den letzten Wochen deutlich und sehr, sehr oft auch gesagt, wie wir das grundsätzlich finden und dass das natürlich nicht der optimale Weg ist. Aber wir müssen natürlich jetzt auch nach vorne schauen. Und gerade aktuell ist es halt einfach so, dass jetzt am Samstag halt das nächste Spiel der Eintracht ist. Und ich glaube, von dem Eintracht-Podcast erwarten wir ein Stück weit auch, dass wir halt über das nächste Spiel halt sprechen, was passiert. Und dass es sich auch mal wieder freut, dass mal wieder Fußball gespielt wird und nicht nur sagt, so ein Scheiß, warum wird da wieder Fußball gespielt. Also dementsprechend, Marvin, gehe ich voll mit dir. Ist eine gute Sache, dass wir jetzt mal nach vorne schauen. Vielleicht noch einmal. Heute kribbelt's auch. Ja. Ich sagte, bevor wir jetzt ganz nach vorne schauen, vielleicht noch einmal so kurz, dass wir das vollständige Bild haben, was sich jetzt im Laufe der Woche noch so gezeigt hat. Also die Mannschaften haben jetzt alle ihre Quarantäne Hotels bezogen. Es gibt ja diese Auflage, dass sie diese 7 Tage vorher in Quarantäne gehen und es sind auch tatsächlich nur diese 7 Tage und so wie ich das verstanden habe, in der Zeit dazwischen nicht in Hotelquarantäne, sondern schon dann privat zu Hause, allerdings mit relativ starken Regeln, Auflagen, Marschrichtungen, die auch in diesem DFL-Konzept verankert sind, mit wo tatsächlich auch drinsteht, dass man Alltagsgegenstände wie Geschirr, Besteck und so weiter mit warmem Wasser und Spüli reinigen soll. Also auch das wurde da nochmal niedergeschrieben, was ich auch schon sehr lustig fand. Genau, es hat sich dann auch die Woche gezeigt, wie schnell das manchmal gehen kann mit diesen positiven Tests in Dresden, wo dann die Lokalverantwortlichen die ganze Mannschaft erstmal für 14 Tage in Training, in Quarantäne gesteckt haben, womit die ja jetzt erstmal dann auch nicht am Spielbetrieb teilnehmen können, was erstmal jetzt grundsätzlich anscheinend nach Aussagen von der DFL das Konzept in Gänze nicht in Gefahr bringt, sondern man wird das dann irgendwie trotzdem noch bis zu dem gewünschten Zieldatum
hinkriegen. Was sich aber dabei jetzt auch gezeigt hat, was ich auch lustig fand, ist, dass die nicht die Gesundheitsämter am Standort der jeweiligen Mannschaft verantwortlich sind, sondern das jeweilige Gesundheitsamt am Wohnort des Spielers. Ja, das hat mich tatsächlich auch überrascht, als ich das gestern erfahren habe. Weil das tatsächlich so, ich glaube, Phil hat das bei uns bei Fußball 2000 zusammengefasst. Es sind so viele Variablen. Ja, ist echt schwierig. Verlierst du tatsächlich den Überblick, inwieweit die auch untereinander miteinander zu tun haben und inwieweit noch externe Dinge dann miteinander zu tun haben. Also das ist tatsächlich so ein Ding, das kann man nur auf sich zukommen lassen tatsächlich. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe einfach tatsächlich in meinem Kopf Szenarien, die gehen in alle Richtungen. Es kann sogar, vielleicht wird am Samstag gar nicht angepfiffen, vielleicht geht es durch, vielleicht wird es direkt dann abgebrochen, vielleicht ist es in 3 Wochen abgebrochen. Die Gründe können auch vielschichtig sein. Also es ist, wenn man es wirklich positiv zusammenfassen will, was Dennis ja gesagt hat, um hier heute mal ein bisschen positiven Spin reinzubringen, es ist auf jeden Fall mega spannend in alle Richtungen. Mhm. Also von so einer rein experimentellen Sicht, sich das mal anzugucken, wie sowas funktionieren kann, ist das extrem spannend. Es ist tatsächlich so, weil es wirklich viele, viele, viele Versuchsanreihen nebeneinander sind mit sehr, sehr vielen Unbekannten. So. Ja. Du hast tatsächlich, wenn wir rein sportlich alleine, kannst du tatsächlich auf 50 Szenarien kreieren, wie keine Ahnung. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, die ganzen Wettanbieter machen das tatsächlich. Die rechnen tatsächlich, gibt es eine Geisterliga, da rechnen die tatsächlich, kannst du Wetten abschließen, wo nur diese letzten 9 Spiele zählen. Ach was? Ja, aber sind wir mal ehrlich, ich meine, wenn du dir das Ding jetzt anguckst, du kannst es ja, also für mich ist das auch, ich empfinde es nicht als eine Fortsetzung der Liga, sondern es ist jetzt eigentlich vom Gefühl her, und ich glaube, so ist es, wenn man sich so manch ein Presseerzeugnis anguckt, auch für die Spieler so, es wirkt gerade eher wie so eine Minisaison und die Mannschaften kommen jetzt gerade aus so einer Vorbereitung, aus so einem Trainingslager und du siehst jetzt das erste Mal, oder du kannst es auch wie so ein Vorbereitungscup, der halt einfach über 9 Spieltage geht, sehen. Du hast noch keine Ahnung, wie die Mannschaft drauf ist, weil das ist komplette Wundertüte. Die kommen gerade aus dem Trainingslager, du hast gefühlt, die noch nie irgendwie kicken sehen und du weißt überhaupt nicht, in welche Richtung das am Wochenende geht. Das kann total geil werden, das kann auch total vor die Wand fahren. Es klingt so ein bisschen wie ein Hallenpokal. Also es klingt so wie ganz neue Bedingungen. Ja, du natürlich mit den Fans hast du ja trotzdem, aber irgendwie ganz neue Bedingungen. Niemand weiß genau, worauf er sich einstellen muss. Und am Ende ist halt alles möglich. Ne? Aber ich finde es interessant und auch eine gute Art, das anzunehmen, dass ihr halt sagt, das ist nicht die normale Fortsetzung der Liga, sondern das ist Proben und Testen unter neuen Bedingungen. Ja. So wirkt es vielleicht tatsächlich. Ja, also ich empfinde es gerade so, weil es halt wirklich einfach komplett ist. Und ich finde auch, die Pause war lang genug, ungewollterweise, aber sie war lang genug, dass du das auch so irgendwie einordnen kannst. Ich finde tatsächlich, dass das, was wir jetzt eigentlich vorhatten oder machen, ich finde das sehr, sehr schwierig. Mir ist es bei Fußball 2000 schon schwierig gefallen, einfach eine ganz normale Vorschau auf dieses Spiel zu machen, weil das einfach komplett wie ist, als wenn wir in einen dunklen Raum gehen. So. Also, wie heißt das Museum auf der Hanauer Landstraße nochmal? Ja, ich weiß, diese Orte, wie heißen die? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, diese Orte. So genau. Ja, dieses Museum, also du gehst auf jeden Fall ins Museum rein und du tatsächlich kannst du mal die Experience machen, wie es ist, wenn du blind bist. So. Ja. So ein bisschen, so fühlt sich das an. Natürlich kannst du ein paar Sachen erfüllen. Dialogmuseum. Dialogmuseum, ganz genau. So. Ein bisschen kannst du was erfüllen, du weißt auch ungefähr, was auf dich zukommt, du kannst auch mit Leuten reden, aber so ganz komplett alle Sinne sind nicht frei. So, das ist so. Ganz ehrlich, ich habe noch nie mich so schwer getan, dieses Spiel zu tippen. Was soll ich eigentlich? Seriös könnte man es gar nicht machen. Was soll ich jetzt da sagen? Also, kein Plan. Ich weiß ja nicht mal, wer bei Gladbach irgendwie. Keine Ahnung, du hörst ja auch diesen ganzen Corona-Mischmasch, den du hast. Geht ja auch so eine normale Vorbereitung, die du auf Social Spiele normalerweise hast, wie ich lese mir mal einen Artikel zu Gladbach durch. Ich weiß aus den alten Spielen, der ist gut in Form. Die werden selbst mit der und der Aufstellung nicht, spielen. Ja. Du hast noch deine eigene Mannschaft, weißt du, hoffentlich spielt der nicht, hoffentlich spielt mal wieder der. Du weißt, irgendwas weißt du immer, jetzt weiß man nichts. So nichts, nee. Das ist wie, als wenn wir plötzlich Podcast-Tausch gemacht hätten und wir müssten mit einem Handball-Podcast tauschen und plötzlich spielen die Rhein-Neckar-Löwen gegen THW Kiel und ich sage, weiß ich nicht, Alter, keine Ahnung. Alter. So. Es kann doch genauso viele Tore fallen wie beim Handball mittlerweile. Ja, aber das wäre vielleicht mal ein interessantes Experiment, Podcast-Tausch. Podcast-Tausch?
Ja, gehst einfach in einen anderen Podcast und musst dann plötzlich darüber reden, was sie so erzählt. Okay, also der nächstbeste Handball-Podcast möge sich bitte bei uns melden. Wir leihen euch Basti mal aus. Also macht ihr das mal unter euch aus. Genau. Was der Handball-Podcast von Basti Red lernen kann. So. Ja, aber was der Handball von Basti lernen kann. Was der Handball von Basti lernen kann. Genau. So. Wir haben eindeutig zu viele Sendungstitel schon. Aber ja, ich meine, es ist genauso schwer, wie wir uns jetzt tun, das irgendwie versuchen, uns da eine Meinung zu bilden und so eine Vorschau zu machen. Ich stelle mir das genauso bei den Spielern vor, die ja auch aus dieser Situation rauskommen. Du bist diese Woche in diesem Hotel, du darfst irgendwie dich nicht frei bewegen, wie du das sonst tust. Du darfst mit keinem außerhalb der Mannschaft Kontakt haben. Du musst auch innerhalb der Mannschaft zum gewissen Grad irgendwelche Abstandsregeln einhalten. Du rennst da mit der Maske rum bis zu dem Zeitpunkt, wo du in den Sportlerbereich im Stadion gehst. Und dann stehst du auf dem Feld und sollst da normal Fußball spielen, wo man dir in den letzten Wochen immer eingetrichtert hat, bloß nicht näher als 2 Meter an die Leute irgendwie ran. Ja, Rücksicht nehmen, also auch so deine komplette Wahrnehmung, wo denn so dieser Persönlichkeitsbereich von den anderen ist, wo man ja normalerweise nicht rangeht, zumindest als normal gepolter Mensch, das ist ja jetzt komplett ab absurdum geführt. Also ich stelle mir das auch für so einen Spieler, aber auch für so einen Schiedsrichter und so einen Trainer extrem schwer vor, da von jetzt auf gleich von Corona auf Alltag zu schalten. Das ist ein saugeiler Punkt, weil am Ende ist es ja auch so, wenn wir mal für uns überlegen, wir gucken alte Serien, alte Filme oder vielleicht den Tatort von vor 3 Wochen, der vor 3 Monaten abgedreht wurde, dann fassen die Leute sich alle normal an, ja, und umarmen sich normal und du denkst, ach, was ist los mit euch? Abstandsregeln, ja, oder? Also das ist ja so, das hast du so drin und jetzt müssen die das im Sport teilweise ja auch wieder wegbekommen. Das ist schon eine absurde Situation. Aber ganz kurz mal dazu, ich tippe tatsächlich, dass das vielleicht die ersten 5 Minuten oder 10 Minuten auf dem Platz ein bisschen spürbar ist. Aber doch gerade, schau dir mal, wie lange die alle schon Fußball spielen, wie lange die auch in diesem Business oder in dieser Routine drin sind. Ich glaube, das wird am Anfang ein bisschen ungewöhnlich. Ich glaube aber, das ist auch schnell wieder vergessen, wenn da mal ein heißer Zweikampf, das hoffe ich halt, dass sowas trotzdem vorkommt, weil ich denke auch über so diese Situationen kommst du dann aber auch vielleicht ins Spiel rein und kannst dir auch als Mannschaft einen Vorteil erspielen, indem du einfach schneller ins Spiel reinkommst, weg von diesem, wir sind im normalen Alltag und müssen 2 Meter Abstand halten zu, wir sind jetzt wieder im Wettkampfmodus, wir spielen wieder ganz normalen Fußball und wir sind alle getestet und was weiß ich, keine Ahnung, hier kann eigentlich nichts passieren. Das muss in die Köpfe so schnell wie möglich. Ich denke auch, dass derjenige, der das auf dem Platz am schnellsten umsetzen kann, wird am Ende einen riesigen Vorteil haben und das im Endeffekt wahrscheinlich am Ende als Siegerrund vom Platz gehen. Bei dem Punkt gehe ich mit. Ich glaube, in dem Moment, wo du es halt eben schaffst, in so einen Flow reinzukommen, wo das alles irgendwie läuft und du wirklich einfach so auf dein Muskelgedächtnis, was ja schon irgendwo noch da ist und da auf deine Abläufe irgendwie pochen kannst, dann kriegst du das wahrscheinlich relativ gut hin. In dem Moment, wo es aber nicht läuft und du anfängst automatisch über warum läuft das jetzt nicht nachzudenken, wird das meiner Meinung nach so omnipräsent in den Köpfen sein, dass du dann ein richtiges Problem haben wirst als Spieler. Ja, aber das ist genau das, was wir sagen. Deswegen sind die Karten komplett neu gemischt, weil das kann durch Zufälle passieren. Das kann tatsächlich passieren. Stell dir vor, die Eintracht, der erste Angriff ist sofort drin. Ja. Dann denkst du, ja, guck mal an, da ist ja gar nichts passiert. Also das kann auch so eine Verselbstständigung sein. Ja, klar. Dass du vorher viel nachdenkst und so, wie wird das sein, wie wird das sein? Und plötzlich hast du dich Glück, guckt irgendwie den Ball rein und denkst, es geht und dann haut die Eintracht Gladbach 6-0 weg. Also dann, keine Ahnung. Also das kann ja passieren. Ja. Kann aber natürlich genauso gut in die andere Richtung gehen. Richtig. Und das passiert bei den anderen Spielen ja auch. Dann hast du plötzlich, ich habe keine Ahnung, am Ende ist Fortuna Düsseldorf, wird Geistermeister, weil die sie gar nicht interessiert. Keine Ahnung, Alter. Also das ist völlig eine skurrile Situation. Ich finde den Vergleich, den Mavi gebracht hat, mit so einem Hallenmaster, das ist eigentlich sehr, sehr treffend. Weil das war auch so ein Sonderding. Das hast du dir als Jugendlicher irgendwie mal im Winter angeschaut, weil du eh nicht viel zu tun hattest. So. Da hat dann auch manchmal irgendwie 1860 da irgendwelche Pokale geholt. Also ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie die Leute das aufnehmen werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob sich dann trotzdem mit der Dauer dieser restlichen Saison dann doch die Qualität durchsetzen wird. Also ob das am Anfang verrückt sein wird oder ob es komplett durch die ganze Zeit verrückt ist.
Das ist mega spannend. Ich kann das überhaupt nicht, ich sehe da, ich kann es überhaupt nicht vorhersagen, ich habe keine Ahnung. Aber es ist natürlich unter diesen ganz anderen Bedingungen halt auch irgendwie eine ganz andere Situation, eine ganz andere Spannung. Und daraus könnte man tatsächlich ja wieder was Interessantes ziehen, ne? Also man könnte jetzt sagen, genau. Okay, das ist halt was ganz Neues, was ganz Eigenartiges, aber naja, lassen wir uns halt mal überraschen. Vielleicht läuft es plötzlich so, dass die Eintracht erstmal schön hier die Gladbacher wegfielt. Ja, ich glaube, du kannst es wirklich nur so als eigenständige Situation und als eigenständigen Wettbewerb gerade eben sehen. Und halt auch so ein bisschen das auch vielleicht wirklich als Experiment versuchen, dir anzuschauen. Vielleicht ist es dann auch wirklich leichter, sich diesen Fußball oder diese Sportart, die auch da dann gespielt wird, tatsächlich dann auch zu konsumieren, wenn du es halt wirklich eher so aus dieser, ich guck mal, wie das funktioniert, Brille läuft und nicht mit der Erwartungshaltung rangehst, dass jetzt, ich hab noch nicht geguckt, wer außer der Eintracht spielt, weiß ich nicht, Bayern unbedingt 4-0 gegen, weiß ich nicht, wen gewinnt. Ja, also du kannst einfach alles, was du bisher an Realitäten in diesem Sport hattest, ist jetzt nicht mehr da. Das ist ja richtig, ja. Ja, eine Frage habe ich nur, Jungs, bevor wir uns zu sehr freuen aufs Wochenende. Dennis, du machst doch nicht kaputt, Mensch. Jetzt kommt die harte Hand. Wann wird denn die nächste Testrunde ausgegeben und wann kriegen wir denn da nochmal Ergebnisse? Also habt ihr da irgendwie was gehört? Wie läuft das dann am Spieltag selbst oder wie ist das denn eigentlich von der Konstellation her? Weil ich hatte was gelesen gehabt mit den Schiedsrichtern, das war ja auch teilweise sehr skurril. Colinas Erben hatten ja da im Endeffekt auch eine Folge gewidmet, wann, wie, wo, wer da getestet wird, wo man auch gedacht hat, aha, okay, die sind jetzt noch gar nicht irgendwie in diesem Testrhythmus drin. Wie ist das denn bei uns jetzt? Wisst ihr das? Habt ihr es gerade im Kopf oder ist das im Endeffekt auch jetzt nicht präsent? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wie oft testen die überhaupt? Alle 3 Tage, oder? Ich glaube, es war jetzt sehr, sehr häufig. Ich glaube, teilweise hatten sie 3., 4. Testrunde jetzt schon ja gemacht gehabt. Und ja, ich glaube auch ist bei. So ein bisschen. Warte mal, ich habe hier gerade. Spannende Frage, Dennis. Müsste ich auch mal nachgucken. Ich gucke jetzt auch mal so quer. Liebe Leute, wenn ihr uns gerade zuhört. Nur, dass wir uns nicht zu sehr freuen und morgen geht's. Geht schon wieder vor die Binsen, weil im Endeffekt einer positiv getestet wurde. Du hast ja vollkommen recht, das kann ja irgendwie gefühlt jeden Tag irgendwie so ein bisschen was passieren, ne? Und jetzt hattest du die andere Sache noch, dass Gladbach irgendwie kürzer in Quarantäne war als alle anderen Vereine, ja, also jetzt auch irgendwie ein bisschen, ob das jetzt ein Drama ist, also da wird jetzt wieder gerade bei Social Media ein ziemliches Drama draus gemacht, ob das so schlimm ist, weiß ich nicht. Aber ja. Es ist natürlich interessant, weil natürlich jeder sehr sensitiv bei diesem Thema gerade ist. Aber wenn ihr das auf Social Media vielleicht wisst und ihr uns gerade live zuhört, dann schreibt uns mal. Also ich habe nämlich keine Ahnung, wann jetzt der nächste Test kommt, aber ich gehe fast davon aus, dass wir vor Freitag oder vielleicht vor dem Spiel die nächsten Ergebnisse bekommen. Also so wie ich das in Erinnerung habe, ich finde es jetzt hier aber auch gerade in diesem doch leider sehr umfangreichen oder zum Glück sehr umfangreichen Konzepten nicht, ist, dass sie es Freitag, also am Tag vor dem Spiel testen mit der Zielsetzung, dass die Ergebnisse am Spieltag bis spätestens 10 Uhr vorliegen, um dann im Ernstfall Spieler oder auch Staff nochmal aussortieren zu können. Krass. Krass. Okay. Und ansonsten wird auch zweimal die Woche getestet und bei englischen Wochen natürlich häufiger zwangsläufig, weil du ja dann auch einfach mehr Spiele dann in der Woche hast. Von daher musst du ja dann da einfach von der Definition her schon mehr testen. Also das ist ein extrem organisatorischer Aufwand. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht mal, ob der ausreicht, um dem Ganzen gerecht zu werden, muss ich sagen, weil du da so viele Variablen auch wieder hast. Das zieht sich ein bisschen durch die Sendung. Wann wer sich wo ansteckt, wann du das feststellen kannst, wann der getestet wird, wann ist der Virus übertragbar, wann ist der feststellbar in dem Test und nicht und was weiß ich, weil das variiert ja scheinbar auch irgendwie, dass manchmal der Virus so weit unten ist, dass du den mit einem gewissen Test nicht mehr nachweisen kannst und so weiter und so weiter. Bei der Hertha bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob da überhaupt irgendwas nachgewiesen wird. Das sah eher aus, als wenn... Das sah eher aus, als wenn... Der hat einen Schnuppe, wir haben jetzt genau, den Test. Nee, das sieht eher so aus, als wenn die irgendwie so einen Massen-DNA-Test gemacht hätten, um irgendjemanden zu finden, keine Ahnung. Ja, das sind ja tatsächlich auch nochmal diese Sachen, weißt du. Du hast jetzt irgendwie im Profifußball zumindest 36
Abteilungen, wo verschiedenste Ärzte sind, wo, ja, und wir haben es ja schon mit den Gesundheitsämtern gesagt, die sind dann für die Wohnorte zuständig. Ganz ehrlich, das wird ein Riesenchaos. Ich bin aber gespannt, wie viel wir von diesem Chaos überhaupt mitkriegen. Also, ja, das ist viel, stimmt, viel Chaos kriegst du ja manchmal auch gar nicht mit. Dann liest du vielleicht einmal die Woche die Zahl, sagst, ach guck, die sind jetzt in Quarantäne, die dürfen nicht spielen. Das wird wahrscheinlich das höchste der Gefühle sein, diese wirklichen Sachen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir nochmal so einen tiefen Einblick kriegen wie bei Kalou. Also da bin ich mir sicher, dass das dafür gesorgt hat, dass war der letzte Warnschuss, bevor es losgeht, dass die einen Teufel tun werden, sich zu irgendwas dazu sehr einmal zu viel zu äußern, was das betrifft. Da habe ich auch eine Frage an euch. Ja, also, was wolltest du sagen? Alles gut, alles gut. Frag. Ich wollte nämlich wissen, glaubt ihr denn, dass wir diese Transparenz, die am Anfang irgendwie zumindest zum Teil vorgeherrscht hat, dass wir die nochmal erleben? Oder glaubst du, dass das jetzt irgendwie, wenn möglich, ich will mal sagen, durchbrutalisiert wird? Brutalisierte Richtung. Ja. Also sie werden schon zu einer gewissen Art und Weise kommunizieren. Das müssen sie ja einfach, auch weil sie ja gesagt haben, dass die Bundesliga und die Vereine und Spieler und so weiter ja damit quasi auch verordnet freiwillig an so einer Art Test dann, also oder Studie dann mit dran teilnehmen. Also zum gewissen Grad wird es da Informationen geben. Aber die werden jetzt nicht mit voller Transparenz jeden Tag sagen, so und so viel haben wir getestet und so viele waren positiv und so. Also gut, das vielleicht schon noch, aber was konkret und wie und nee, also zu viel Transparenz werden sie nicht tun. Die Diskussion habe ich jetzt auch des Öfteren irgendwie erlebt, so nach dem Motto, ja und nicht transparent und dies und das. Da muss man aber auch dazu sagen, die DFL war das vorher auch nicht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir dadurch jetzt irgendwie wahnsinnig viel irgendwie verlieren und die vorher super transparent waren und mal über alles Bescheid wusste und jetzt auf einmal hört das auf. Das ist halt das gleiche Spiel wie vorher und das konnte man vorher scheiße finden und das kann man jetzt scheiße finden, aber es ändert sich dadurch auch nicht viel. Ich glaube tatsächlich, es wird eine Pseudotransparenz geben, dass den eben nicht vorgeworfen werden kann, dass es intransparent ist. Also die werden genau diese Gratwanderung probieren, zu sagen, okay, ja. Das ist wie wenn du bei irgendwas erwischt wirst und du gibst halt nur so viel zu, wie was eh klar ist. So. Also, ja. Genau. Bin mir nicht sicher. Da gehe ich voll mit dir mit. Auch so mit den Verhandlungen, was da mit den Gesundheitsämtern in Anführungszeichen dann hinter der verschlossenen Tür geregelt wird, wie vielleicht dann auch das Konzept aussieht, wie die Spieler dann in Quarantäne oder abgeschottet werden müssen. Ich glaube nicht, dass das dann im Endeffekt nochmal so klar und deutlich nach außen hindringt. Ist natürlich auch etwas, was dieses ganze Konstrukt ins Wackeln bringen würde, glaube ich, wenn es tatsächlich sich häuft, genau. Weil einfach viel zu viele Kritiker da sind, die dann sagen, wir haben es doch gleich gewusst, warum habt ihr das nicht gleich gelassen? Also, ich glaube tatsächlich, was vielleicht auch noch so ein sehr, sehr merkwürdiger Vorteil für die Bundesliga sein könnte, dass die Gesundheitsämter auch andere Sachen zu tun haben. Ja. Also, dass die jetzt sagen... Also, stimmt. Ja. Bisschen vielleicht, ja. Dass die jetzt sagen, ja, weiß ich nicht, ob ich mich jetzt um die paar Bundesliga-Hansel noch kümmern kann, keine Ahnung. So, also, ist ja auch sonst viel los. Es ist ja tatsächlich so, was wir auch immer gesagt haben, Freunde, die auch nochmal an alle Kritiker, die Bundesliga ist tatsächlich ein mini-kleiner Teil des Problems. Natürlich zeigt sich hier Kommerz, natürlich zeigen sich hier Lobbyarbeit, natürlich zeigen sich hier Interessen, natürlich zeigt sich hier, dass die Fans, wenn es unterm Strich dann doch egal sind, was wir schon ein bisschen vermutet haben, weil es immer Richtung Fernsehzuschauer ging, aber es ist trotzdem nicht das Wichtigste. Das wird auch bei den Gesundheitsämtern sein. Das Einzige, wo es vielleicht so getan wird, dass das Wichtigste ist, ist die Öffentlichkeit. Und da bin ich gespannt, was Dennis gerade gesagt hat. Da werden selbst die kleinsten Kleinigkeiten werden denen um die Ohren fliegen, selbst wenn die nicht mal so schlimm sind. Das ist halt das Gefährliche. Wenn du transparent bist, musst du aufpassen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, XY ist passiert, einem Spieler geht es nicht gut, wir müssen untersuchen, warum, weil Leute, wir müssen damit rechnen, dass es Spielern nicht gut gehen wird. Es gibt immer verletzte Spieler, es gibt immer auch Spieler mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Sachen. Stellt euch mal vor, Mario Götze, der damals diese Stoffwechselkrankung hatte, hätte das jetzt. Ja, dann geht's aber los. Und dann muss die DFL sich mit sowas beschäftigen und muss dann darüber sprechen. Also du wirst, also weiß ich nicht, wir haben es ja Gott sei Dank auch schon rausgelassen, den Dummschwätzer der Woche letzte Woche. Vielen Dank auch für die rege Beteiligung und die Reaktion auf Twitter darauf. An solchen Sachen merkst du doch, dass es Menschen gibt, die sich aus jedem Kram irgendwas basteln. Und wenn du willst, wirst du mit Sicherheit aus den Negativmeldungen, die Bundesliga safe produzieren wird, jetzt im Laufe der Zeit, weil irgendwas wird immer passieren,
daran wirst du tatsächlich auch, wenn du Bock hast, was basteln können, wo du sagst, ihr seid die größten Wichser der Welt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das dann in der gesamten Diskussion abläuft. Ob das so eine typische Twitter-Diskussion wird, morgen schon wieder vergessen, oder ob die so langwierig und ernsthaft und vielleicht sogar auch valide geführt werden, dass es dann dazu führt, dass ein öffentlicher Druck entsteht, der bei der Politik landet, die wiederum dann auch diesem Druck erliegt und sagt, Leute, stopp, 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 das geht nicht. Das ist ein sehr guter Punkt. Also ich glaube fast, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Geil. Nein, ich tue mir da echt schwer, aber ich muss halt echt sagen, ich gebe einfach weiter an Dennis, weil ich wirklich gerade vergessen habe, was ich sagen wollte. Okay, ja gut, Marvin, du warst ja im Endeffekt an dem Punkt ankommen, ob so transparent war ja deine Frage im Endeffekt, die du ja aufgeworfen hattest. Ich sage auch an der Stelle. Sehr gut, also weil im Endeffekt geht einfach ja nur darum, du musst ja Fakten rausgeben. Ihr habt schon gesagt, wenn Spieler in Quarantäne gesteckt werden, kannst du nicht dir auf einmal fehlen, sie am nächsten Wochenende, wo sind sie hingekommen? Das muss ja transparent gemacht werden. Ne? Also, bei da ja die Aussage war, dass man zwar schon sagt, dass ein positiver Test vorliegt, aber man eben nicht die Daten des Spielers mitteilt. Also man wird versuchen, so ist es ja auch festgeschrieben, keine Namen zu öffentlichen. Du wirst es zwangsläufig sehen, wenn der Spieler dann nicht am Spiel teilnimmt, aber man wird jetzt nicht kommunizieren. Ja, ja, gut, klar. Hier XY, ja. Stimmt, weil stimmt. Das muss man natürlich auch bedenken. Und das ist aber das Spannende. Und René, das ist nämlich das Spannende. Stell dir mal vor, wenn du nämlich nicht sagst, das muss jetzt der Spieler XY sein, sondern dann ist Spieler XY plötzlich, das wird dann vorgeschoben, dass der irgendwie eine Bandscheibenüberdehnung hat oder irgend sowas. Weißt du, dann wissen wir das gar nicht. Die Frage ist auch, ob wir es überhaupt notwendig ist. Ja, aber was machst du denn, wenn... Was machst du denn, wenn du wirklich eine Bandscheibenüberdehnung hast? Dann steht dir ja, Bandscheibe, ja. Ja, das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Also auf der einen Seite finde ich das gut, dass sie es nicht sagen, weil das ja auch zum gewissen Grad datenschutzrechtlich ist. Und du rennst ja jetzt auch nicht irgendwie über die Straße und sagst irgendwie, hier der Nachbar, der Schosch, der ist krank, der hat sich irgendwie, weiß ich nicht, folgende Geschlechtskrankheit eingefangen. Das machst du ja auch nicht. Ja, das geht ja niemandem was an. Und auf der anderen Seite musst du halt dann auch einfach auch drauf hoffen und vertrauen, dass wenn jetzt der Trainer oder die Presseabteilung vom Verein sagt, der Spieler XY hat nicht am Spiel teilgenommen, weil, weiß ich nicht, hat sich den Finger in der Autotür geklemmt, dass dem auch so ist und dass die dich nicht verkackeiern. Also ich finde, da müssen wir auch so ein bisschen vorsichtig sein und man dann nicht anfängt, pro forma den Verantwortlichen irgendwas zu unterstellen, was vielleicht auch gar nicht da ist. Das sollte man gar nicht tun. Ich glaube, das ist überhaupt bringt uns gar nicht weiter. Auch diese Diskussion ist ja sowieso auch müßig, wenn du es eh nicht genau weißt. Was bringt es dir, wenn du jetzt dann darüber diskutierst? Ich finde aber den Punkt, den Basti eben angebracht hat, beispielsweise Götze, oder stell dir mal vor ganz frühere Zeiten, Olaf Bodden mit dem pfeiferischen Drüsenfieber. Ne? Da wusstest du ja auch gar nicht, was es überhaupt genau ist. Und dann hast du auch lange gerätselt. Ist es irgendwie ansteckend? Was passiert dann? Und da war er lange weg. Und sowas kann ja immer wieder auch mit anderen Krankheiten kommen. Das muss ja noch nicht mal so sein, dass du selbst krank bist. Das kann ja auch sein, dass die in ihrem bekannten Verwandtenkreis irgendjemanden haben, der eine Vorerkrankung hat, wie hier, wie heißt er von Köln? Verstraten? Ja, der Kölner Spieler aus Berlin, genau. Glaube ich. So, das ist das eine. Oder es kann ja auch zum Beispiel sein, jetzt mal angenommen, es läuft so ganz blöd, du bist Spieler in einem deutschen Fußballverein und deine Partnerin, dein Lebenspartner, whatever, ist in einem systemrelevanten Job. Dann musst du ja auch vielleicht zweimal überlegen, gehe ich das Risiko jetzt ein oder sage ich nicht lieber, nee, der Job von meinem Lebenspartner ist vielleicht für die Allgemeinheit wichtiger als ich, dann bleibe ich mit meinem Arsch daheim. Ja, ist ein interessanter Punkt tatsächlich, weil, also ich meine, das hattest du auch wieder, der Querverweis zum Wrestling, ist nämlich ganz spannend, weil da gab es nämlich auch einen Wrestler, Adam Cole beispielsweise, der wohnt mit einer Wrestlerin zusammen, die aber nicht nur Wrestlerin ist, sondern auch, also die ist übrigens auch bei einer anderen Liga, aber auch Dentist ist, ne? Ja. Und weil sie Dentist ist und immer im medizinischen Bereich noch gearbeitet hat, war es auch so, dass sie für eine gewisse Zeit lang nicht beim Wrestling ins Wrestling konnte und er dann dementsprechend auch nicht, weil es, soweit ich weiß, wie ich das gelesen habe, ungeklärt war, ob es einen positiven Covid-Fall bei ihr gab. Ne? Und das ist natürlich auch so eine Kiste. Sowas kann ja natürlich immer wieder passieren. Ja. Einen Punkt finde ich noch ganz spannend. Dieses ganze Gesundheitsamt Tralala bringt ja die komischsten Blüten mit sich. Wenn du dir jetzt überlegst, dass jetzt klar wurde, dass das Frankfurter Gesundheitsamt über 3 Mainz-Spieler entscheiden muss, denn die 3 Mainz-Spieler wohnen nämlich nicht in Mainz.
wem will man es verdenken, sondern in Frankfurt, ja, der Edmilson Fernandes, Jimiria Sanchez und ein Spieler, den ich ganz gern hätte, und zwar der Jean-Paul Boetius, die wohnen alle in Frankfurt. Ja. Und darüber entscheidet das Frankfurter Gesundheitsamt. Das kann im Endeffekt bedeuten, dass wenn die Eintracht gegen Mainz spielt und der ein oder andere Mainzer Frankfurter Gesundheitsamtler sagt, also ich weiß nicht, fühlt sich nicht so gut, ne? Also. Sie sehen aber nicht gut aus, Herr Boetius. Da müssen wir mal schauen, gell? Ja, aber ich meine, das ist natürlich so eine Frage, die man jetzt generell dann irgendwie stellen muss. Es gibt ja schon den einen oder anderen Fußballverein, die halt auch örtlich relativ dicht beieinander sind, die in diesen 9 Tagen und diesen 9 Spieltagen vielleicht auch gegeneinander spielen. Da weißt du natürlich auch nicht mit Wettbewerbsverzerrung und so weiter. Ja, selbst mega. Mal angenommen, da ist jetzt nichts, aber allein die Theorie, dass da was sein könnte, reicht ja genau schon aus. Ja. Aber ich weiß, du, ganz ehrlich, das, was du jetzt gesagt hast, da muss man tatsächlich sich so ein bisschen mehr Fantasie haben. Ein bisschen weniger Fantasie, um sich so einen kleinen Aluhut, will ich nicht sagen, aber sag mal zumindest einen kleinen Hut aus Frischhaltefolie aufsetzen, ist tatsächlich, dass die Vereine, die jetzt, ja, die sind 14 Tage in Quarantäne, bei beiden zweiter und dritter Liga zufälligerweise die Tabellenletzten sind. Also, ja. Denen ist das vielleicht auch gar nicht ganz unrecht, zu sagen, nö, wir können nicht spielen, gell, also. Ja, das ist natürlich halt auch so der Punkt. Ich meine, du brauchst da vielleicht auch gar nicht so viel Aluhut. Am Ende geht es halt auch für viele Vereine um eine Menge Kohle und vielleicht, wie du auch so richtig sagst, um das Thema Liga-Zugehörigkeit. Und allein die Theorie, dass da was sein könnte, um dann zu sagen, von wegen, wir zweifeln aber das Ergebnis an, weil, weiß ich nicht, dann kommst du halt auch schon wieder in so ganz andere rechtliche Diskussionen. Das wird, glaube ich, also ich glaube, das wird safe passieren, muss ich sagen. Ich wollte auch mit euch da genau drüber sprechen. Das ist nämlich genau der Punkt. Denn wenn wir uns überlegen, ihr habt es jetzt eben vollkommen richtig angesprochen, wir reden jetzt gerade über dieses Konstrukt, diese Bundesliga, die jetzt gerade irgendwie wieder anfängt. Aber Fakt ist, wenn die Bundesliga anfängt, dann rechnen auch alle damit, beziehungsweise gehen alle die Konsequenz ein, dass es wahrscheinlich auch Absteiger geben wird. Und was ist denn, wenn wir 2 Spieltage vor Ende irgendwie haben, okay, eigentlich so 3 Punkte, liegt eine Mannschaft hinten, es ist noch alles möglich, aber denen fehlen ja die Fans. Und dann ist es dann im Endeffekt schon so, da wird sich beschwert. Und wenn vielleicht eine Mannschaft irgendwie 3 wichtige Spieler weniger hat, was denkst du, ohne no Bremen-Shaming hier, wir bekommen ja schon verbal Injurien hier an den Kopf geworfen, weil wir nicht die größten Bremen-Fans sind. Aber stell dir mal vor, Bremen hat dann 3 wichtige Spiele oder 2, die wegen Corona ausfallen. Was denkst du, wie die dann auf der Matte stehen und sagen, eigentlich ist das wettbewerbsverzerrende Maßnahmen? Und dann muss man sogar sagen, ja, das ist natürlich durchaus ein Punkt. Und das ist schwierig. Und Basti, du denkst, dass da sicherlich was kommt? Ja, ich gehe sicher davon aus, dass genau solche Sachen passieren, im Sinne von, es gibt ja jetzt schon Mannschaften oder auch Spieler, die damit nicht einverstanden sind, was man ja auch verstehen kann. Zu sagen, ey, ich habe da keinen Bock drauf, das ist mir zu unsicher. Oder es gibt Mannschaften, die sagen, ja, das hätte so und so nicht weitergeführt werden sollen. Aber wie Marvin sagt, ja gut, aber das will ich auch gar nicht beurteilen. Ich war nicht in dem Prozess drin, wo es entschieden wurde. Wenn du jetzt halt irgendwie einer bist, der sagt, nee, wir wollen nicht weitermachen, dann wirst du wahrscheinlich überstimmt. Oder du willst vielleicht nicht weitermachen, musst aber weitermachen aus wirtschaftlichen Zwängen. Zu sagen, ja Leute, ihr braucht jetzt die letzte Rate, also so Vereine wie Schalke und Bremen. Ich glaube nicht, dass die eine Wahl hatten, zu sagen, nee, eigentlich wollen wir nicht, weil Geld halt auch, weißt du, also ich glaube, ja, schon. Das wird da mit reinspielen, was Marvin sagt, ich sehe es, ganz ehrlich, ich habe eben gesagt, ich kann mir nichts vorstellen, ich habe keine Bilder im Kopf, wie was wie sein könnte, was ich aber fest im Kopf habe, ist ein Interview mit Florian Kohfeldt, wie er sagt, dieses typische Interview gibt, zu der zu sagen, ja, eigentlich wollen wir uns nicht beschweren, sich dann aber manchmal 15 Minuten zu beschweren, so. Also ja. So ein typisches so, stimmt. Ich trete dir auf den Fuß, habe ich schon oft dieses Beispiel genannt, ich trete dir auf den Fuß und frage Marvin, tut's weh? Und sagt Marvin, nee, tut nicht weh. Bist du zu auf den Fuß getreten, es tut aber gar nicht weh hier. Bist du dick geworden, ist, ich kann die Schuhe nicht mehr anziehen, aber hier mach dir keine Sorgen. Ruf mich nachts an, hier, mein Fuß nochmal. Ich wollte dir nochmal sagen, so schlimm ist nicht mein Fuß. So. Ich fühle mich gar nicht beschweren, Basti. Jetzt höre ich aber auf, von meinem Fuß zu sprechen. Ja, so ein Interview wird Florian Kohfeldt ganz sicher geben, da werde ich jetzt wetten darauf, egal was passiert. Ja,
Es ist halt genau das, es wird genau das irgendwie passieren und es ist tatsächlich auch irgendwo, in einer Art und Weise musst du es ja dann verstehen, weil die natürlich irgendwelche Nachteile dann auch haben, die sie in einem normalen Wettbewerb, in dem sie aber auch schon so wenig Punkte geholt haben, ne? Ist ja jetzt nicht so, als wäre das der einzige, also ja, haben sie auch. Dann, da, ja? Da hast du ja keine Ausrede. So, in dem Moment hast du aber ja irgendwas, was du schon so ein bisschen als Ausredemöglichkeit dann da irgendwie noch in Betracht ziehen kannst. Und ich finde es wunderbar, wie wir uns alle auf Bremen einschießen. Ja, jetzt mit Bremen, aber auch generell, ich meine, wenn es jetzt für dich als Fußballverein da ums nackte Überleben geht und du jetzt irgendwie dir ein Punkt fehlt zum Verbleib in der Liga, dann wirst du da alle Register ziehen. Und richtig hart wird es erst dann kommen, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt wird und wir so ein Modell haben, wie wir es jetzt in Frankreich irgendwie haben, wo es vielleicht unvollständige Spieltage gibt. Dann hast du aber hier mal richtig schön die Rechtslotterie am Laufen. Ganz ehrlich, wir dürfen auch nicht so tun, als wenn wir es nicht auch machen würden. Also ganz ehrlich. Natürlich. Ja, natürlich. Safe. Also, ja? Leute. Aber Leute, eine Frage dazu. Es haben doch alle 36 Vereine dafür gestimmt, das so zu machen, wie wir es jetzt machen, oder? Habe ich das? Es war eine einstimmige Entscheidung. Ja, ja. Nur ja, ganz richtig. Kurz. Ne? Ja. Ich verstehe, dass das Argument ist natürlich, dass du sagst, ja, wenn gerade die vielleicht auch finanziell ein bisschen schwierig dastehen, die müssen und so weiter. Trotzdem wundert es mich dann, weil nur wenn die sich dagegen aufgelehnt hätten, hätten gesagt, verdammt, und zwar hätten die das vorab machen müssen, nämlich bevor alles entschieden ist, also vor Wochen schon, hätten sagen müssen, nein, wir können das nicht, weil wir sehen, dass das ein Problem gibt. Dann hätte man andere Konzepte erarbeiten müssen, aber dann am Ende sich hinzustellen und zu sagen, ja, aber eigentlich war das alles scheiße und wir sind jetzt hier die Leidtragenden, wir wollten eigentlich gar nicht, aber wir haben uns dann da, das ist doch scheiße. Das ist ja, das wäre ja eine Diskussions, ich weiß, dass der DFB wahrscheinlich auch so ist, so dieses typische Schublade auf, schnell die Scheiß rein, Schublade zu und nach außen hin alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich hoffe, dass tatsächlich ein bisschen im Hintergrund da auch hart diskutiert wurde und vielleicht dann auch entsprechende Entscheidungen vielleicht angepasst werden. Aber jetzt wir mal als Gegen... aufpassen. Wir müssen kurz aufpassen. Ja. Sorry, René. Wir müssen... Noch hat Bremen sich nicht beschwert. Also wir müssen... Ja, ja. Aber da geht es aber ja nicht nur um Bremen. Es ist, ihr habt ja... Mir schon. Aber du hast ja recht. Aber Dennis, du hast ja vollkommen recht. Die haben alle zugestimmt und normalerweise müsste man davon ausgehen, sie haben die AGB unterschrieben, haben sie sich durchgelesen und müssen jetzt auch damit leben. So ja, wie wir alle immer die AGBs durchlesen, genau. Ja, 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 so genau. Menschen sind wir auch sehr suspekt. Aber hallo? Hatten wir die gleiche Thematik nicht auch bei dem Thema Montagsspiele, wo sie auch alle dafür waren und am Ende dann gesagt haben, ja, im Sinne der Fans war das vielleicht auch doof und wir waren ja von vornherein dagegen. Also anderes Thema, gleicher Ablauf. Das gleiche wird hier auch passieren. Die stimmen alle dafür und am Ende sagen sie, ja, aber eigentlich wollten wir nicht. Aber Pornhub 3,99 €, AGB nach 24 Monaten 13,99 €. Ja, da habe ich aber trotzdem unterschrieben. Ich dachte, das wäre frei momentan, verdammt. Alles schon vorbei. Nein, ich weiß die genauen Preise nicht. Aber es ist natürlich genau so. Aber natürlich, Dennis, du sprichst es an. Ich gebe bei den Profivereinen, glaube ich, wird es auch so sein. Und vielleicht ist es auch so, dass die sich gar nicht beschweren, weil sie die Kröte vorher geschluckt haben. Und sie haben ja auch das Geld dafür bekommen. Ne? Das ist ja auch der Punkt. Wobei, wo ich das anders sehe, und ich glaube, das ist vielleicht der falsche Rahmen, das zu diskutieren. Aber du siehst natürlich, was so ein Druck auch ausmacht. Und zwar ist es die dritte Liga. Guck dir die dritte Liga an. Da gab es die Mannschaften oben, du kannst es in der Tabellenhälfte teilen, die ersten 10, die hatten irgendwie tendenziell Interesse daran, weiterzuspielen, weil die Tabelle ist so eng, da kann halt locker noch der Tabellenzehnte aufsteigen, ja? Und dann hast du aber die anderen gehabt, ne, die so alles so ab KFC Uerdingen oder beziehungsweise spätestens drunter, hier Viktoria Köln, da war es ganz klar, die können nicht mehr großartig aufsteigen, die haben nur richtig Probleme, weil die können nämlich doch alle total locker absteigen. Und dann war es genau diese zweischneidige Schwert, dass die unteren gesagt haben, wir müssen in der dritten Liga jetzt nicht weiterspielen, also wir könnten auch hier Stopp machen, ja. Und die anderen oben, bis auf Waldhof Mannheim, müssen wir auch sagen, weil Waldhof auch klar, da gab es irgendeinen Fall in der näheren Familie, da ist sogar jemand gestorben und so weiter und so fort, also kein Spieler, aber halt irgendwie aus dem näheren Umfeld, die haben gesagt, sie wollen das auch nicht, aber alle anderen haben gesagt, naja gut, also wir sind jetzt hier relativ weit oben, von mir aus können wir weiterspielen. Und das ist natürlich genau das Schwierige, weil eine dritte Liga im Vergleich zur ersten oder zweiten ist überhaupt nicht lukrativ, weil die erste oder zweite, die finanziert sich durchs TV-Geld, die dritte, die ist komplett darauf angewiesen, dass die TV-Gelder, die reichen nicht aus, sondern dass die Zuschauergelder
abfließen. Und deswegen sind die, aber die werden jetzt auch in diese Bedrängnis gebracht. Und die DFL, die DFL sage ich schon, der DFB, das ist ja der DFB, der damit zu tun hat, der sagt, naja, kann man oder will man nicht an die Drittligisten, die irgendwie sich schon jetzt sträuben. Ne? Es wird jetzt beschlossen, es wird jetzt doch weitergehen und zwar mit einem krassen Programm, dass die ab dem 26. Mai irgendwie gefühlt, also ich weiß nicht genau, ob so ist, alle drei Tage hier die Saison durchkloppen, weil die noch mehr Spiele haben. Aber das ist halt auch eine richtig krasse Kiste. Das ist krass, ja. Ah, da sagst du was Richtiges, klar, logisch, da fehlen die TV-Gelder, da ist natürlich, ist es da richtig problematisch, ja. Also es ist, und da ist es halt weniger Freiwilligkeit als wahrscheinlich in der ersten und zweiten Liga. Ja, ist richtig. Ja, es wird schwierig. Also es ist alles nicht wirklich vorherzusehen, wie Basti schon so richtig gesagt hat. Da gibt es irgendwie zig Modelle, wie das weiterlaufen kann und alles extrem spannend, aber auch sehr schnell im Wandel. Lass uns vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf, auch wenn es schwierig ist, auf die Eintracht schauen. Am Samstag 18:30 gegen Gladbach, die ja durchaus ein bisschen besser in der Tabelle aktuell dastehen als wir. Was, wenn ihr auswählen könntet, was würdet ihr denn glauben, wer da spielen wird? Boah, gute Diskussion. Die Diskussion haben wir ja, glaube ich, im Ansatz schon bei Fußball 2000 geführt, die dann am Donnerstag online geht, glaube ich. Basti, ne? Donnerstag ist es dann, ne? Stimmt. Dann haben wir da auch schon ein bisschen vorgeblickt. Aber ich glaube, unser Fokus war im Endeffekt darauf, dass wir definitiv, wir können gleich über die Spiele per se sprechen, aber ich glaube, für uns ist ganz wichtig, dass wir Spiele auf dem Platz brauchen, die einfach komplett mit einem freien Kopf das Ding durchziehen können und auch richtig Bock haben. Ja. Ja, da gibt es ja den einen oder anderen, der sich ja jetzt gestern und heute auch schon in Interviews geäußert hat, Hinteregger zum Beispiel und Touré war ja auch relativ weit vorne mit dabei, die gesagt haben, hey, ich habe richtig Bock zu spielen. Man scheint ja auch innerhalb der Mannschaft viel an Fitness in den letzten Tagen und Wochen gearbeitet zu haben, weil das natürlich auch das Einfachste war, was du auch sehr gut individuell oder in kleinen Gruppen machen konntest. Also ich glaube, da wird es schon den einen oder anderen geben, der da irgendwie richtig Bock hat. Und ich hoffe, dass Kostic auch dazu gehört, der richtig Bock hat, da mal irgendwie wieder die Linie hoch und runter zu rennen. Das wäre so ein kleines Highlight für mich am Samstag. Ich habe tatsächlich gar keinen Überblick. Ja. Also ich habe keinen Überblick mehr im Sinne von, wenn ich ganz ehrlich bin, Leute, weiß ich nicht mal, wer fit ist. Das ist eine gute Frage, ja. Ja, auch da ist es ein bisschen dünn mit der Informationslage. Also Durm und Paciencia scheinen ja so ein bisschen angeschlagen zu sein. Hinteregger hat ja auch individuell trainiert, hat aber jetzt auch gesagt, er ist wieder da. Russ also hat das sich, mit Erik Durm ist natürlich sehr... Ja, das ist sehr tragisch. Russ scheint sich auch wohl wieder leicht verletzt zu haben, irgendwie unverschuldeterweise. Da sagt man aber auch nichts dazu. Das ist so das Einzige, was ich jetzt rauskriegen konnte von Spielern, wo man so ein Fragezeichen dahinter machen muss. Wahrscheinlich hat sich Paciencia irgendwie verletzt, weil er wieder für Instagram irgendwelche Schilder hochgehalten hat mit lustigen Sprüchen drauf und ihm ist einem auf den Kopf gefallen oder so. Ja, also es bleibt spannend, aber eine wichtige taktische Frage habe ich da eigentlich an euch. Glaubt ihr, dass wir vom taktischen System her, natürlich ist das auch spielerabhängig, wer kann spielen und so weiter, ob wir hier mal versuchen, auch mal mit wieder das klassische Einstürmer-System zu spielen oder gerade natürlich, wenn Paciencia wegfällt. Ich habe ja immer noch, und ihr merkt das auch, in den letzten Wochen habe ich immer wieder Dost als den möglichen Halsbringer für die nächsten Wochen versucht, ja hier so ein bisschen hochzustellen. Wäre ja auch mal interessant, denkt ihr, dass wir dann mit nur Dost spielen oder Silva weiterhin seine Chancen bekommen? Natürlich ist es, wer kriegt den Kopf frei? Für mich ist Dost ein typischer Spieler. Auf jeden Fall. Da haben wir, glaube ich, auch in der letzten Woche schon mal drüber gesprochen. Das ist für mich jemand, der einfach abliefert, wenn er fit ist. Ja, also ist natürlich die Frage, ist er fit? Hätte ich richtig Bock drauf. Also wenn er fit ist, hätte ich da richtig Bock drauf. Und ehrlich gesagt, ich will natürlich, ey, du weißt ja nicht, wie das läuft, aber wir können uns immer noch nächste Woche darüber beschweren, dass es ein lächerliches 0-0 war und keiner so wirklich hingegangen ist. Aber wenn wir jetzt mal die Optimalkonstellation nehmen, dann will ich, dass die Eintracht auch echt versucht, offensiv zu agieren und vielleicht uns so gut wie möglich hier auch unterhält. Und dann will ich natürlich, ich habe richtig Bock auf so einen Bastos. Ich glaube, Basti hat das, glaube ich, letzte Woche auch schon mal gesagt, der macht sich nicht zu viele Gedanken. Bastos ist einer, der könnte vielleicht auch vom Lernen
Tor auch treffen und im leeren Stadion wahrscheinlich auch. Ich würde mir erhoffen, dass Bastos vielleicht spielt. Ja, Silva weiß ich gar nicht, ob ich den gerade brauche, aber im Zweifel kannst du auch mal einen Paciencia mal wieder bringen. Also irgendwas in diese Richtung. Also Bezug nehmt auf unsere Diskussion von vorhin, wo wir gesagt haben, dass die Mannschaft, die als erstes irgendwie in so einen Flow reinkommt, in den Kopf freikriegt, die ist die wahrscheinlich die Höhe oder die ja. wahrscheinlicher diesen Sieg holt, ja, würde ich sagen, volle Granate auf Offensive und gucken, dass du möglichst in den ersten zwei Minuten schon zwei Tore machst, damit du einfach die Leute so dermaßen in dieser Motivation drin hast und jetzt nicht irgendwie anfangen mit irgendwie spielen wir mit Fünferkette und mit einem Stürmer, nee, am liebsten mit vier Stürmern Mittelfeld komplett weglassen und einfach nur gucken, dass du das Ding da irgendwie reinkriegst, weil die ersten, die das Tor schießen, die gehen am Ende für mich als Sieger da vom Platz. Ich glaube tatsächlich, dass wir den Sturm Silva und Dost, der gefällt mir irgendwie gut. Silva war am Ende eigentlich geil drauf. Der hat dieses Tor ja in Salzburg, die hat er ja beide mega geil gemacht. Ja. Also der war ja gut drauf, dann hatte er so eine kleine Delle, aber da kam er auch wieder. Der hat so eine gewisse Präsenz irgendwie gehabt, die man von ihm gar nicht kannte. Der hat gut Bälle abgeschirmt, der hat zumindest die Dinger gemacht. Und wenn Dost, ganz ehrlich, Dost soll jetzt halt wieder rein. Also es ist der nächste Versuch. So, nochmal. Also das ist wie Casino, du setzt immer auf Rot. Ganz ehrlich, die Farbe wechseln wir jetzt auch nicht mehr. Irgendwann muss es funktionieren. Irgendwann muss Rot kommen. So. Und dann, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das ein guter Corona-Sturm ist. Silva und Dost. Die sind beide irgendwie, die haben beide autistische Züge, finde ich, so ein bisschen. Also die sind, glaube ich, beide in ihrer eigenen Welt, so auch auf dem Platz, wie du es siehst. Dass du tatsächlich so drauf sein könntest, dass die das ausblenden können. Das kann ich mir bei den beiden sehr, sehr gut vorstellen. Also wenn ich mir Silva die Blicke bei Instagram anschaue, wie der schaut auf den Bildern, der kriegt auf keinen Fall alles mit, Alter. Und das könnte tatsächlich hilfreich sein. Und bei Dost habe ich, hat Marvin ja schon gesagt, habe ich mir letzte Woche schon vorgestellt. Oder vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr genau. Ist Corona, 50. März. Mehr so oder 80. März ist ja keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einer, wenn der 45 ist und der spielt in so einer, wir treffen uns nochmal alternen Hallenfußballmannschaft, selbst da will der, glaube ich, immer noch die meisten Tore schießen. Ja. Also so schätze ich den ein. Ja. Das ist einfach einer, der will da Bock Tore schießen. Deswegen Silva und Dost ist auf jeden Fall mein Sturm. Wen ich fürs Mittelfeld irgendwie im Kopf habe, die beiden, die vielleicht immer vor Publikum ein bisschen nervös werden, sind Gacinovic und So. Vielleicht kann das für die beiden auch, die unbeschritten meiner Meinung nach geile Fußballer sind, vielleicht kann das für die tatsächlich kleiner Push sein, zu denken, okay, die haben zumindest vor Ort das Gefühl, hier schauen nicht viele Leute zu, ich blühe jetzt hier komplett auf. Ich glaube, Rode ist dann aber auch so einer, der auch ohne Publikum ganz gut klarkommt, um es mal so zu sagen. Ja. Ich bin die dümmste Mannschaft Meister. Ja. Das hast du ja nochmal gesagt. Dann ist Bremen wieder ganz vorne mit dabei. Scheiße. Schön. Das hast du es gejinxt, ja. Basti. Ganz ehrlich, Davy Selke wird Torschützenkönig. Das ist doch eine Katastrophe. Konnte man nicht auch bei unserem beliebtesten aller Wettanbieter auch irgendwie auf den Corona-Torschützenkönig oder irgendwas ja, tippen? Ja, es gibt komplette Tippsektionen tatsächlich, liebe Grüße an meine Freunde, wo du alles, was die letzten 9 Spiele-Tipps einzeln auch tippen kannst. Du kannst sagen, zum Beispiel die Eintracht wird Corona-Meister, du kannst tippen, die Eintracht landet im ersten Tabellenviertel, im zweiten Torschützenkönig, also du kannst alles Mögliche. Ich finde auch, dass Hütter das übernehmen sollte, zu sagen, Leute, geht jetzt von neu los. Wir gucken ja, gar nicht selbst auf die Tabelle, wir wollen nach unten, sondern sagen, wir gucken mal, wie wir damit zurechtkommen, aber mit Sicherheit nicht zu sagen, also im Hinspiel ging gerade doch was folgendermaßen, ganz ehrlich, völlig egal. Kannst du überhaupt nicht vergleichen, komplett. Du weißt ja auch, wie du vorhin schon gesagt hast, bei Gladbach, du hast ja überhaupt kein Gespür dafür, wer da jetzt gerade irgendwie gut drauf ist, wer da schlecht drauf ist, wer wie irgendwie Vorbereitung gemacht hat. Es ist halt wirklich, du spielst in einem separaten Wettbewerb gegen Gegner, die du gefühlt vorher noch nie auf dem Platz gesehen hast. Das ist total gut. Und in dieser Art und Weise weiß es halt noch nicht. Deswegen, das ist alles, was wir tun, ist alles jetzt gerade Interpretation. Ja. Und wir müssen halt die ganze Sache abwarten. Aber ich glaube, wir tun auf jeden Fall nicht schlecht daran, wenn wir sagen, dass wir, ja, ich finde es gut, dass wir mit Bastos, vielleicht auch mit Rode, mit So, Leute, oder auch Gacinovic, eine geile Idee, Leute haben, bei denen ich mir sicher bin, dass die wieder Bock haben. Ich glaube, der Gacinovic, der ist schon die Wände hoch und runter gelaufen, weil der nicht weiß, was er tun soll, wenn er jetzt kein Fußball spielt. Ich glaube, der ist auf jeden Fall heiß. Ich glaube beispielsweise auch, dass Martin Hinteregger jemand ist, der
der sich wahrscheinlich, weißt du vielleicht besser, auch richtig genervt ist bestimmt davon, dass er nichts tun kann, außer Fußball spielen, großartig. Ich glaube, das ist für die alle eine Riesenmotivation. Ja. Und ich denke, da lässt du vielleicht so die Leute, und das muss auch immer akzeptiert sein, die Leute, die halt nicht so gedanklich ganz fit sind, dass du sagst, okay, bei denen, ihr bleibt gerne draußen, aber die einfach Bock haben, dass die halt alles geben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da auch Leute, nachdem die eine Woche einkaserniert sind, da auch richtig Bock haben, endlich wieder gegen den Ball zu treten und was das zu tun, wofür sie auch Geld verdienen. Auf jeden Fall. Sehr gut, ja. Gehe ich voll mit, Marvin, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ja, Marvin hat es ja schon angespoilert. Wir haben mal Fußball 2000 auch drüber geredet und da hat Weide was Gutes gesagt. Timmy Chandler sehe ich auch. Ich glaube, Timmy Chandler ist auch ein Fußballer. So, also ich glaube nicht, dass der sich außerhalb des Platzes viel Gedanken über den Fußball an sich macht. Das ist so, keine Ahnung. Über Timmy Chandler wird nach der Karriere niemand sagen, er war schon als Spieler wie ein Trainer. Niemals. Also ich glaube tatsächlich, dass der auch auf dem Platz wichtig sein kann, wenn die Zuschauer fehlen. So als Stimmungskanone, als Figur, als, ja, so als Pusher quasi. Man hat da irgendwie, ganz ehrlich, das ist alles Bauchgefühl, was Marvin gesagt hat, das kann keiner von uns sagen. Es kann sein, dass die Spieler, die wir jetzt genannt haben, damit überhaupt nicht zurechtkommen, das recht irgendwie schlecht spielt. Aber zumindest so vom Bauchgefühl muss man denken, keine Ahnung. Kostic sehe ich auch, weil ganz ehrlich, er ist gefühlt irgendwie seit 2,5 Jahren rennt er eh bei uns durch, da kann er jetzt auch weiterrennen. So gerade jetzt hast du das Gefühl, wenn ich mir Kostic in dieser Corona-Zeit vorstelle, ist es wie so, kennt ihr dieses Sprinttraining, wo du so hinter dir einer steht, der dich festhält? Ja. So. Mit so einem Gummiteil und so stelle ich mir den vor. Und wenn jetzt durch Corona-Pause zu Ende dieses Gummiteil weggelassen ist, vielleicht rennt Kostic auch gegen Pfosten und bricht sich irgendwas, ich weiß es nicht genau. Aber irgendwie habe ich Bock, tatsächlich den aufgezogenen Duracell-Hasen Philipp Kostic wiederzusehen. Ja, ja. Geil, wie wir uns das wird komplett spannend wieder schönreden. Ich liebe geil, das. Alter. Ich mag das. Das ist auch immer die Eintracht des Eintracht-Podcasts. Corona-Meister, Alter. Safe, 50er Quote, Alter. Das ist unsere Magie. Wir haben uns auch schon in der Vergangenheit, als es wirklich schlecht lief, haben schon so viele Spiele gut geredet. Und jetzt ganz ist die ehrlich Eintracht ja auch qualitativ einigermaßen gut, ja, Basti? Ja. Lass uns sowas Ähnliches zumindest kopieren wie Team Kovac. Wir machen jetzt irgendeinen Hashtag, denken wir uns aus, für diese neuen Corona-Spiele für die Eintracht. Ich weiß Team jetzt Corona. Noch nicht. Nee, aber. Nee, ja. Vielleicht fällt einem irgendwas ein, dass wir. Wir hatten auch, glaube ich, mal, Marvin, erinnerst du dich noch, als wir in dem Coworking Space diese Videofolge zur Saisonvorschau gemacht haben? Ja, klar. Da war der Hashtag X, weil wir dachten, wir können von 6. bis 16. alles werden. Ja, stimmt. Ja, irgend sowas. Ja, müssen wir mal gucken. Irgendeine Ahnung. Müssen wir auf jeden Fall mal im Jahr. Was weiß ich. Pandemie-Meister 2020. Corona-Meister. Hashtag Corona-Meister. Hashtag Corona-Meister. So machen wir, genau. Hashtag Corona-Meister. Nee, Konora-Meister. Konora-Meister. So, sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir es. Hashtag so heißt die Sendung. Das ist der Sendungstitel. Hashtag Konora-Meister. Und der Hashtag bis Saisonende. Hashtag Konora-Meister einfach. Sehr gut. Neue Motivation. Ja. Wir wollen ja auch gar nicht wirklich in den Europacup kommen. Niemand will das tatsächlich, ja. Aber dass wir gut durch die Saison kommen und vielleicht nochmal ein bisschen Spaß haben, so gefühlt. Ne? Ja. Das wäre gut. Wir sind Corona-Meister. Konora. Konora-Meister, es geht. Siehst du, hast du aber schon Fangesang für Samstag. Sehr gut, singe ich allein auf meiner Couch. Ja. Gibt es vielleicht auch irgendwelche Spieler, wo ihr sagt, da glaubt ihr eher weniger dran, die in so einer Aufstellung zu sehen, weil eher zu verkopft etc.? Kamada, glaube ich. Ich habe das Gefühl, der macht sich allgemein sehr, sehr viele Gedanken. So siehst du auch auf dem Platz, dass er einmal zu viel überlegt. Ich weiß nicht, ob er. Aber das fände ich jetzt wahrscheinlich sogar unfair, muss ich sagen. Irgendwie, keine Ahnung. So einen richtigen. Müssen wir abwarten, tatsächlich. Ja. Müssen wir abwarten. Ja. Wenn, dann entscheidet ihr das selbst, dann ist auch vollkommen in Ordnung. Aber mir fällt jetzt keiner ein. Natürlich können wir immer darüber spekulieren. Aber lassen wir mal das Positive einfach mal sacken und mal gucken, was passiert, je nachdem wer aufgestellt wird. Wichtig ist, dass die halt irgendwie alle maximal motiviert sind und ja, vielleicht läuft es dann. Ich weiß es nicht genau. Eine wichtige Personalie, die wir vielleicht an der Stelle noch nennen könnten oder den ich mir vorstellen könnte, der eine Rolle spielt, ist an der Stelle vielleicht Hasebe, der einfach ein bisschen Ordnung und Ruhe in diese Hektik. Wir haben ja schon drüber gesprochen, es wird wahrscheinlich sehr hektisch sein. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr, auch die
Auch Gladbach wird garantiert genau denselben Gedankengang verfolgen. Ein schnelles Tor, den Gegner dadurch verunsichern, vielleicht genau in diesen Rhythmus nicht kommen lassen. Und das eben durch ein sehr, sehr schnelles und sehr hektisches Spiel. Da könnte ich mir schon vorstellen, nur als, oder gar nicht mal als Personalie Hasebe, sondern generell glaube ich, dass vielleicht auch Spieler, die ein bisschen das Spiel ordnen können, die vielleicht dann auch eine Möglichkeit haben, mal den Dampf rauszunehmen, da eine Rolle spielen werden. Ich bin auch gespannt, das nur da zu dem Thema, weil wir jetzt viel über unsere Stürmer, wir wollen viel nach vorne spielen. Ich glaube, das ist auch super wichtig. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass genau diese Ordnung benötigt wird, um dann auch mal ein bisschen diese Luft rauszunehmen. Wir kennen das ja alle. Da sind alle motiviert dann vielleicht und alle Hektik, Hektik, Hektik. Wenn aber keiner da ist, der die Bälle ein bisschen sortiert und ein bisschen mal Speed rausnimmt, ich glaube, dann wird es tatsächlich schwierig, das dann auch wirklich umzusetzen. Aber wie ihr gesagt habt, am besten, wir lassen uns alle überraschen, geht aber mit der, hoffentlich geht die Mannschaft mit derselben Motivation ran wie wir, denn ich bin mittlerweile richtig geil aufs Fußballspiel. Ganz ehrlich, und, wir haben uns hier einen Rausch gekriegt. Ich hab Bock. Richtig, ja, ich kann mir jetzt auch weiter Samstag alles einreden. Touré, Indika, die sind alle safe, ist ruhig. Die Eintracht ist perfekt aufgestellt für die Situation. Ich mache mir da gar keine Sorgen mehr. Ich bin völlig, völlig euphorisiert. Sehr gut. So sollte es sein. Eintracht! Sehr gut, oder? Wird alles gehen. Wird alles gehen. Die Eintracht knallt einfach so weg, Alter. Müssen wir natürlich jetzt auch noch tippen. Dann müssen wir jetzt auch noch tippen. Dann haut er mal raus. 4-0 für die Eintracht. Ich habe immer wieder ein ganz anderes Gefühl. Heute sage ich 4-4. Ich glaube, es wird einfach. Es gibt einfach 8 Tore. 2 rote Karten, 8 Tore. Ja, das Thema rote Karten kann natürlich auch noch so ins Spiel kommen. Also da kannst du, glaube ich, auch. Kann ich jetzt einen Spieler da anhusten? Das ist bestimmt auch komplett Tätigkeit jetzt wahrscheinlich. Du könntest zumindest Spieler damit verunsichern. Stell dich mal vor, bei der Ecke stellst dich neben den Torhüter und hustest einfach ein paar Mal. Das werden wir doch komplett Abwehrspieler. Ganz ehrlich, habe ich bei 93 schon gesagt, so wirklich mit allen Wassern gewaschene Stürmer wie Philippe und Zagi, die würden das tatsächlich in ihr Repertoire aufnehmen. Oder einfach mal von dem gegnerischen Torhüter bei der Ecke von hinten so in den Nacken niesen. Kann ich mir voll gut vorstellen. Gott, so. Gott, ja, ja, ohne Mist. Sowas, aber sowas wird es geben. Es gibt neue Arten der Verunsicherung. Mit Sicherheit wird es sowas geben. So wie du sonst irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie mit Worten versuchst, irgendwie andere Spieler zu provozieren, damit die irgendwie Käse machen, wirst du das jetzt so irgendwie machen. Rote Karte wegen Niesen. Ja, rote Karte wegen Niesen. Dann sagt der Stürmer sagt zu seinem Gegenspieler die ganze Zeit, boah, aber ich trage eine Hust hier. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ja, also das wird noch, das wird noch spannend. Ja. Dennis, was sagst du denn? Ich glaube tatsächlich, auch wenn ich mich hier in Rausch gesprochen habe, ich glaube, es gibt ein langweiliges 1-0 und hofft da auf die 1. Oh, du bist eine Spaßbremse, ey. Ja, ich bleibe einfach bei meinem ersten Tipp und ich sage, die Eintracht gewinnt 5-4. Okay. Komplette Eskalation. Komplette Eskalation. Wir rechnen mit allem. Wir rechnen mit allem, aber ich habe richtig Bock, das wird richtig gut. Völlig der illusorische Podcast. Ja, aber sowas brauchst du auch heutzutage gut, ja, auch einfach mal. Komm. Einfach mal mitnehmen. Einfach mal mitnehmen. Was wir vielleicht auch mitnehmen können, bevor wir gleich zu den Dummschwätzern können, noch eine kurze Info, Thema DFB-Pokal. Da wird ja auch gerade fleißig drüber diskutiert, wann dort weitergespielt wird. Da wäre die Eintracht ja auch noch mit dabei. Da stehen ja noch 2 Halbfinals aus. Und so wie der aktuelle Plan wäre, auch da muss dieses Konzept ja noch von der Regierung quasi freigegeben werden, wäre Finale am 4.7., also kurz nach den auslaufenden Verträgen. Ich glaube, das kriegst du aber noch relativ einfach gelöst. Und Halbfinalspiele wären jetzt aktuell geplant für den 9. und 10.6., was im Umkehrschluss allerdings auch bedeutet, wenn man sich die aktuell geplanten Spielansetzungen plus dieses Bremen-Nachholspiel, was da irgendwo noch dazwischen reinfällt, anguckt, hätte die Eintracht unter Umständen 3 englische Wochen hintereinander. Das könnte auch nochmal interessant werden. Ah ja, die Pause war lang genug. Also. Ja, fitnesstechnisch ist es, glaube ich,
nicht so das Thema. Ich glaube, logistisch ist es dann doch eher so der Aufwand, was wir vorhin da hatten mit irgendwie hier Test und dem ganzen Kram. Also das wird noch eine ordentliche Herausforderung, aber da können wir uns, glaube ich, noch mehr Gedanken drüber machen, wenn es soweit ist. Ja, und jetzt würde ich sagen, biegen wir dann ab zu der Kategorie, die ihr beim letzten Mal alle so wunderschön gefeiert habt. Wir reden jetzt über die Dummschwätzer der Woche. Rumenig, Rumenig. I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Rumenig, Rumenig, all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Ja, und die Kategorie ist schwer gefeiert worden von euch da draußen. Es gab mehr als genug positives Feedback von euch. Und deswegen wollen wir das hier auch weiter fortführen, weil es, glaube ich, auch den einen oder anderen gibt, der sich da jetzt wieder ganz gut ins Rampenlicht für diese Kategorie gedrängt hat. Wir reden über den Corona-Dummschwätzer der Woche. Und ich mache jetzt hier mal die Abstimmung von der letzten Woche durch. Oder mal dicht und dann gucken wir mal, wer gewonnen hat. Da hat ja Marvin mit Basti zusammen mit einem gar wundervollen Rundumschlag mal ebenso die ganze Verschwörungstheoretiker-Riege hier abgefertigt. Und habt ihr denn eine Idee, wer gewonnen haben könnte von den Fünfen, die wir da auf der Liste haben? Boah, ich hoffe Hildmann. Ich glaube, der hat gute Chancen, ja. So, dann schauen wir mal. Also, auf Platz 3 ist gelandet mit 11,4% Til Schweiger. Aha. Auf Platz 2 mit 23,8% Oliver Pocher und auf Platz 1 mit einer eindeutigen Mehrheit von 51,4%. Oh, absolute Mehrheit. Absolute ja. Mehrheit. Herzlichen Glückwunsch an Attila Hildmann. Er kann alleine durchgehen. Sehr gut, verdient. Ich hoffe nicht, dass der alleine regiert. Hör mir auf, du. Stimmt, wo ist Detlef? Ja. Detlef ist Vierter geworden mit 9,5% und Roberto Hilbert ist das Schlusslicht mit 3,8%. Ja, also er hätte es noch nicht mal in die Opposition geschafft. Naja. Okay, also aber verdienter Sieger, Glückwunsch. Verdienter Sieger, das ist das Einzige, zu dem ich gratulieren würde. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Also eine richtig geile Nummer. Ja. Ich muss sagen, ich sage es jetzt gleich, ich muss mich diese Woche erholen. Ich habe keinen nominiert. Ich muss erst mal wieder klarkommen. Ja. Dafür haben wir eine höhere Nominierung bekommen von Taunusabel und zwar Julian Nagelsmann, auch ein lang gesehener Freund unserer Sendung. Mit diesem wunderbaren Zitat, die Spieler haben auch eine Chance, sich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Herzlichen Gruß, Julian Nagelsmann, das gilt auch für Trainer. Dieser Typ ist auch Wahnsinn. Ganz ehrlich, der ist, glaube ich, einer, der hat noch genug Leute um sich rum, dass er eben nicht so eine Scheiße labert wie jetzt manch anderer. Ich glaube tatsächlich aber, dass der dafür anfällig ist, weil der ist durch so ein merkwürdiges Zitat aufgefallen, ziemlich am Anfang. Als er gesagt hat, er hat als Trainer die Verantwortung, seine Mannschaft bestmöglich zu informieren über den ganzen Kram und er würde sich dann auch außerhalb der normalen Medien informieren, um da völlig im Bilde zu sein. Das klang schon zumindest in die Richtung, der ist auf gar keinen Fall falsch hier in der Kategorie. Dieser Typ. Nee, definitiv nicht. Hat endlich sein Zuhause beim Eintracht-Podcast gefunden. Oh Gott. Nur in dieser Kategorie. Nur in dieser Kategorie, ja. Was haben wir denn noch an weiteren Nominierten? Ansonsten bin ich bei Marvin. Ich habe tatsächlich, hat es mir so gut getan letztes Mal, dass ich mich da auch fern von gehalten habe, um mir anzuhören, was, glaube ich, Sido gesagt hat oder der gesagt hat. Ist mir egal. Im Endeffekt, nee, also. Ich muss auch mal, ich weiß ja, ich mache nächste Woche vielleicht finde ich nächste Woche wieder jemanden, ich bin tatsächlich jetzt gerade in diesem Status, dass ich mich versuche, einfach mal nicht aufzuregen und auch alles. Regenerieren. Alles, ja, tatsächlich, also das ist natürlich, das kostet auch viel Zeit, ja, aber und viel Emotionen, aber vielleicht haben wir in der nächsten Woche wieder was, aber ich glaube, es steht ja trotzdem noch ein bisschen was auf der Liste, ne? Da steht noch. Wir können natürlich Franz Josef Wagner nominieren für diesen wunderbaren Text zum Bundesliga-Start. Was hat er denn jetzt schon wieder geschrieben? Dort bin ich gespannt. Er hat irgendwie geschrieben, dass er froh ist, dass die Bundesliga wieder losgeht, weil der arme Papa ja zu Hause nicht mehr in die Kneipe gehen kann und jetzt endlich aufhört, die Mutter zu schubsen, weil der Fußball wieder losgeht.
Auch ein geiles Bild. Sehr geiles Weltbild und Frauenbild, dieser Herr. Gott sei Dank geht Fußball wieder los, dann muss der Papa die Mama nicht mehr schubsen. Mhm. Ganz ehrlich, das ist auch so ein Typ. Ich habe ja so eine Liste mal gehabt, vor ein, zwei Jahren habe ich die probiert, hier zu etablieren. Es gibt ein paar Leute, denen ich ungefragt und ohne Kommentar einen in die Schnauze hauen würde, wenn ich die irgendwo sehen würde. Herzlich willkommen, Franz Josef Falken. Die würde ich sogar die Hand zumachen, statt mit der flachen. So. Ja. Soll ich es mal vorlesen? Ja, komm. Ja, gerne. Ich bin glücklich, dass du zurückkommst. Es ist ein bisschen wie wenn die Sonne aufgeht. Du besänftigst unsere Corona-Angst. Es ist, als würden wir aus einer Leidensgesellschaft zu einer Freudegesellschaft zurückkehren. Der erste Höhepunkt ist das Spiel Schalke gegen Dortmund. Was bedeutet dieses Spiel für uns alle? Der Papa sitzt auf dem Sofa und motzt nicht mehr seine Frau an. Er schubst sie auch nicht weg. Endlich hat er Fußball. Seine Kneipe ist verboten. Was für ein wunderbares, beruhigendes Mittel ist Fußball. Papa guckt Fußball und freut sich. Es ist großartig, dass Sky die ersten beiden Spiele im Free-TV zeigt. Alle Papas können zuschauen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ach du ahnst es. Das ist so wahnsinnig gut, Alter. Das tut weh. Also allein beim Kunst. Danke Marvin dafür. Ja, danke Marvin, aber allein beim Zuhören erleide ich da körperliche Schmerzen, ey. Es ist so gut. Boah. Du kannst es ja auch gar nicht mehr ernst nehmen. Also dieser Vor Typ. Allen Dingen da musste ja die Mama nicht mehr schubsen, wie sie verarschen. Ich sag mal, Alter. Was ist denn mit ihm? Ich glaube, wenn es eine Verschwörung gibt, dann ist das der Wagner, der schon seit 20 Jahren tot ist und wird mittlerweile von einem Reptiloiden gespielt, so von einem richtig erfolglosen Reptiloiden. Oh, das ist der absolute Hammer, ey. Naja. Ja, ganz ehrlich, da haben die zwei gefunden, die lassen wir alleine in der Kategorie, die zwei. Ja, wir können noch halt, ich würde sagen, Jens Lehmann hat es aber schon auch. Ich habe versucht, es etwas zu ignorieren. Jetzt klär mich mal auf. Was hat Freund Jens Lehmann denn getan? Also Jens Lehmann war ja im Interview bei diesem TV-Sender beIN Sports und hat darüber gesprochen, Gefahr, Coronavirus für die Fußballprofis und so weiter. Und ich kann hier auch mal das Zitat bzw. zwei Zitationen mal vortragen. Und zwar, solange die Symptome nicht ganz so schlimm sind, denke ich, müssen Spieler damit klarkommen. Wir haben einige Spieler, die infiziert waren und die meisten haben nicht mal Symptome gezeigt. Deswegen denke ich, für junge, gesunde Menschen mit einem starken Immunsystem ist das nicht so bedenklich. Lieber Jens Lehmann. Also, man fängt ja so einen Satz am besten damit an, wir sind auch alle keine Corona-Experten, wir sind keine Virologen und so weiter und so fort, wie wir es jede Woche sagen. Aber man könnte mal 2 Meter weiter gucken als vor seine Füße und mal schauen, was es so an Studien schon gibt, was vielleicht so Forscher oder Virologen sagen, Langzeitschäden etc. Das ist alles noch überhaupt nicht erforscht und dann so ein Bullshit in so einem Interview zu geben, ist es wirklich zum Kotzen. Aber gut, wir werden sehen, was kommt. Ich finde es natürlich super gefährlich, wenn er als Funktionär jetzt hier die großen Töne spuckt und sagt, ach, stellt euch mal alle nicht so an, hat natürlich eine bedenkliche Auswirkung auch auf die Leute, die im Endeffekt dann betroffen sind, nämlich die Fußballer. Was willst du dagegen sagen? Es ist schwierig. Jens Lehmann ist für mich deshalb auf jeden Fall die Woche mal wieder aufgefallen mit einer sehr interessanten Aussage und für mich ist es ein Dummschwätzer der Woche. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht ja, der Typ ist jetzt bei der Hertha. Wie kann die Hertha so das als nicht sein? Klinsmann-Nachfolger. Basti, wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich habe bei 93 auch schon gerätselt. Wie kann einer zu Hause sitzen und sagen, hey, das mit dem Jürgen Klinsmann war nicht so gut. Da war ein bisschen durchgedreht. Lass mal überlegen, wen wir da holen können. Der Jens Lehmann, das ist ein spannender Typ. Der ist auf keinen Fall so verrückt wie der Klinsmann. Digga, der ist noch verrückter. Da ging es Jürgen Klinsmann ja, weiß ich nicht. Alter.
Geil finde ich auch diese Aussage, mit der er hier auch zitiert wird. Diese Frage hat mir noch keiner beantworten können. Warum in einem Stadion wie der Allianz Arena, wo 70.000 Leute reinkommen, warum man da nicht 20.000 reinstecken kann? Ganz einfach, weil die Bundesregierung... Weil die auch da rein müssen, du Depp. Ja, und weil die Bundesregierung gesagt hat, Großveranstaltungen sind bis zum 31.08. nicht. Was sind denn bitte 20.000 Leute? Ja, aber du merkst halt, er kennt diese Problematik überhaupt nicht. Ich glaube, der ist auch, also ganz ehrlich, will jetzt nicht sagen, aber ich gehe schon tendenziell eher davon aus, dass er zu den Corona-Kritikern gehört. Was Skeptiker. Ein unsinniges Schwachsinnswort, ja. Genau, Skeptiker. Corona-Kritiker ist auch gut so. Geht das mit dem Corona, das sehe ich ganz kritisch. Ja, das sehe ich auch kritisch. Also sowieso ein richtig beschissene Wortschöpfung. Ich will auch gar nicht wirklich weiter darauf eingehen. Aber Corona-Kritiker ist auch geil. Das ist so ein Quatsch. Das habe ich letztens bei der Sächsischen Zeitung zum ersten Mal gelesen. Da habe ich mir auch nur gedacht, ja, alles klar. Okay, also ne, es gibt mittlerweile für jeden Scheiß eine Umschreibung für Kritiker. Aber ganz kurz, ich glaube, Lehmann gehört auf jeden Fall in die Spalte. Und ganz ehrlich, dass die Hertha, sie ist kein grauer Club mehr, das muss man wirklich sagen. Aber dass sie sich wirklich nach Klinsmann jetzt Lehmann holen, da denkst du ja wirklich, okay, naja, der Klinsmann war ja gar nicht so schlecht. Also wenn du das hörst, ja, überlegt euch mal, in den letzten Wochen war der irgendwann bei Doppelpass, da habe ich eingeschaltet und habe diesen Lehmann gesehen, habe gedacht, okay, das ist echt so ein Typ, der sah immer smart aus, aber du hast immer gedacht, es könnte ein ganz smarter Typ sein, aber du hast ihn nie so viel reden hören. Und dann dann siehst du ihn später und denkst, er sieht immer noch smart aus, aber labert unfassbar viel Mist. Mir tut tatsächlich jeder Hertha-Fan mittlerweile leid, der das ertragen muss. Da kommst du ja auch von der einen Hölle in die andere. Ja, die haben echt diese Woche vollstes Mitgefühl, aber sowas von. Ja gut, dann haben wir eine kleine Runde an Nominierten, würde ich sagen. Drei Menschen, die sich wunderbar ergänzen können. Julian Nagelsmann, Jens Lehmann und Franz Josef Wagner. Ich bin ernsthaft gespannt, wer hier nächste Woche als Sieger auf dem Treppchen steht. Wir haben hier aber auch immer Kandidaten zusammen. Das ist ein wahrer Traum. Ja, also ich könnte mich da jetzt spontan nicht entscheiden. Wird echt schwer. Schlimm. Ich wollte echt eine Woche Pause machen, aber ihr lasst mir keine Möglichkeit, ja. Und ich wollte mich auch echt nicht über Lehmann aufregen. Aber meine Güte, das ist auch schon wieder. Also dieser Typ, dass der eine Anstellung bekommt. Ich habe echt gedacht, im englischsprachigen Raum, der wird mir seinen größten Mist nicht ertragen. Aber jetzt, also das ist wirklich unsäglich. Lasst uns über positivere Dinge reden. Wir müssen nämlich auch noch mal ein bisschen in die Vergangenheit gucken, bevor wir noch mal in die Empfehlungskiste gucken. Und zwar auf den Spieltag von vor 20 Jahren. Da haben wir auch noch ein bisschen was aufzuholen. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss! Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! So, und wir erinnern uns nochmal zurück. Wir haben beim letzten Mal gesprochen über den 30. Spieltag, der ein ganz besonderer in dieser Saison war. Nicht nur, weil die Eintracht 1-0 gegen Lautern verloren hat. In Lautern, sondern auch, weil kurz vor diesem Spieltag bekannt wurde, dass die Eintracht am Ende der Saison wegen Verstöße gegen die Lizenzauflagen 2 Punkte Abzug bekommt, was das Tabellenbild zu diesem Zeitpunkt komplett verändert hat, nämlich dazu geführt hat, dass die Eintracht wieder auf einen Abstiegsplatz gerutscht wäre. Und damit Ulm und Rostock an den beiden, an der Eintracht vorbeigezogen sind. Und heute reden wir über den 31. Spieltag. Da spielt die Eintracht zu Hause oder spielte die Eintracht zu Hause gegen den HSV. Und wisst ihr noch, auf welchem Tabellenplatz der HSV damals war? Vor diesem Spieltag? Ach, ich enthalte mich. Nee, Platz 3. Krass. Okay. Wir durften Donnerstagabend ran, das war ein Spieltag, der sich über den Donnerstag, den Samstag und den Sonntag erstreckte und wir mussten zu Hause ran gegen den HSV, zu diesem Zeitpunkt Tabellendritter und wir haben den Spieltag eröffnet und haben ihn gar wunderbar eröffnet. Wir haben nämlich den HSV 3-0 wieder nach Hause geschickt mit Toren von Gumier in der 6. Minute, Young in der 71. und dann nochmal Gumier in der 76. Geil, geil.
war so ein bisschen Trotzreaktion für diesen anstehenden Punktabzug und haben uns damit dann doch ein bisschen Luft verschafft. Tatsächlich mega interessant, jawohl, weil ich muss echt sagen, ich habe Chen Yang immer so als, naja, nicht Quotengarant beziehungsweise Torgarant irgendwie in Erinnerung, aber der hat erstaunlich viele Tore in der Saison gemacht, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Gucken wir nochmal auf die Aufstellung. Die Eintracht spielte mit Heinen im Tor, Kucera, Hubcev, Kracht in der Abwehr, davor Schur und Rasiewski, davor Gumier und Held und ganz vorne Yang, Reichenberger und Gebhardt. Und auf der Gegenseite der HSV im Tor mit Butt, der gefühlt da auch irgendwie 200 Jahre gespielt hat. Als Libero Gravesen, davor Babats, Pandic, Hertsch und Fischer. Dann im Mittelfeld Preger und ein gewisser Endpunkt Kovac. Guck an. Und vorne die drei Spitzen Yilmaz, Üsal und Madawikya. Oh, das ist natürlich ein Traumsturm. Das war damals die Büffelherde, glaube ich. Das war die Büffelherde des HSV, ja. Madawikya. Madawikya, der ja dann auch nochmal bei der Eintracht gespielt hat. Ich wollte gerade sagen, da hat Bruchhagen eine Idee gehabt. Ja. Wie absurd es tatsächlich eigentlich ist, dass Madawikya so lange Fußball gespielt hat. Ne? Tatsächlich. Er hat 250 Spiele für den HSV gemacht und 32 Tore. Ja, tatsächlich. Da war er noch gut. Da ich war kann er noch mich gut. Erinnern, bei der Eintracht war das nicht mehr so. Hat er bei der Eintracht 35 Spiele gemacht und wisst ihr auswendig, wie viele Tore? Ja, null hat er gemacht. Ja, korrekt. Vielleicht. Korrekt. Null. Nee, null. Okay. Eine glatte Null. Ich hab mich immer über Mehdi Madawikya aufgeregt. Das kann man auch, glaube ich, also keine Ahnung, Mehdi Madawikya ist echt nicht mein Lieblingsspieler gewesen. Oh Gott. Meiner tatsächlich auch nicht. Meiner tatsächlich auch nicht. Damals Trainer beim HSV, da erinnere ich mich auch noch dran, Frank Pagelsdorf. Geil, geiler Typ, hab ich sehr gemocht. Guter Mann. Ja, das war ein schöner Spieltag. Wir haben es so ein bisschen wieder rausgerissen. Ulm hat verloren, was ja auch Konkurrenz ist. Rostock hat gewonnen. Und Dortmund hat tatsächlich gegen die Bayern verloren, was am Ende des Spieltags dafür sorgt, dass die Eintracht auf Platz 13 hochklettert mit 35 Punkten, wobei wir da im Kopf die zwei noch abziehen müssen. Wow. Eng gefolgt von Rostock. Und dann auf Platz 15 steht da auf einmal Borussia Dortmund, die nach der 0-1 Niederlage gegen die Bayern dann da doch nochmal da hinten reinrutschen und nur einen Punkt vor Ulm und damit vor einem Abstiegsplatz sind. Wie krass eigentlich, ja. Aha. Und dafür zu dem Zeitpunkt Leverkusen als Tabellenerster, 3 Punkte vor den Bayern, die Zweiter sind, und der HSV immer noch auf Platz 3 und hat noch 6 Punkte Vorsprung vor der Hertha, die da von hinten angerauscht kommt. Ist das nicht die Saison, wo wir am letzten Spieltag gegen Ulm gespielt haben, oder? Ich glaube, ja. Ja, korrekt. Ja, daran erinnere ich mich. Daran erinnert man sich, genau. Geile Truppe eigentlich bei Bayer gewesen, glaube ich. Ne? Aber das müssen wir noch mal gucken am Ende. Aber ich glaube, das war so schon so eine Ballack-Saison. Ja. Naja. Ich glaube, Ballack war noch in Lautern, oder? Ballack war zu dem Zeitpunkt in Leverkusen schon. Oder Leverkusen. Ja. Der war schon in Leverkusen. Naja, Freunde. Ballack, Seroberto, Neville, Beinlich, Kirsten, Rabelo. Ja. Das war schon eine geile Elf damals, ja. Naja, gut. Mal warten wir mal ab, wie es am Ende dann läuft. Nächste Woche sprechen wir dann vielleicht über den 32. Spieltag. Da durften wir ran zu Hause gegen die Freunde aus Wolfsburg. Oh Gott. Wird ja immer schlimmer. Es wird nicht besser. So, dann lass uns noch ganz schnell die Empfehlungen machen. Da hat noch irgendwer was eingetragen und dann haben wir, glaube ich, auch genug Energie für heute hier dann Dings verbraucht. Ich hau mal gerade eben noch den Jingle raus. Sehr gut. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Dann haut mal raus, was habt ihr denn so an Empfehlungen?
Ich kann ja anfangen. Ich hatte von, ihr wisst ja, Disney Plus jetzt mal so ein bisschen getestet und mal geschaut, was da so an Content verfügbar ist. Und da gibt es unter anderem eine Kategorie namens Disney Nature. Das ist so eine Unterkategorie, die verschiedene, ja, Naturschauspiele, sage ich jetzt mal, oder auch Tiere und ja, deren Umwelt betrachtet. Und da war ich jetzt zum Beispiel, Schimpansen war jetzt eine Folge davon, super interessant, sehr aufwendig produziert, war wirklich, wirklich cool. Und ja, sind zwar schon etwas älter, die Sachen, teilweise 2012 hatte ich gesehen, schon produziert, aber trotzdem richtig, richtig interessant. Ja, wie gesagt, wer so auf Tierdokus und sowas steht, der kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Ist auch kinderfreundlich gestaltet, zumindest zu den meisten Zeiten. Und ja, dementsprechend absolute Empfehlung, hat mir gut gefallen. Sehr gut. Ich kann auch noch was zum Ansehen nachlegen. Ich habe am Wochenende angefangen, ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal erwähnt hatten, angefangen Sunderland Till I Die zu gucken auf, das ist mega, ja. Netflix. Das finde ich auch geil. Einfach, weil ich so ein bisschen Bock hatte, mir wieder tatsächlich was mit Fußball anzugucken, und habe da einfach mal Samstagmittag reingeklickt, was dazu geführt hat, dass dann irgendwann mein Sohn neben mir auf der Couch saß und ich glaube, wir 4 Folgen geguckt haben, so hintereinander weg. Ist richtig gut. Also wer Bock hat auf so Doku-Fußball-Thema, der ist da auf jeden Fall mehr als gut bedient. Ich weiß nicht, Basti, du bist wahrscheinlich schon durch, oder? Ich habe schon beide Staffeln geschafft. Ja, das dachte ich mir. Soweit selber nachgestellt. Wenn wir bei Dokus sind, dann fällt mir tatsächlich spontan auch ein, es ist nicht komplett alles durchgelaufen, weil Leute, die The Last Dance, die Michael Jordan-Doku auf Netflix, die habe ich auch noch auf der Liste, ja. Das ist einer der besten Dokus, die letzten Jahre rausgekommen sind, safe. Also, geil, muss ich gucken. Okay. Musst du auf jeden Fall gucken. Das ist richtig, richtig gut. Also, ich habe zwar nur die ersten beiden Folgen so gesehen, da ist auch schon mehr draußen, es kommt irgendwie jeden Montag, glaube ich, was raus. Das ist Wahnsinn. Also, es ist, ich habe auch von niemandem gehört, der die nicht gut findet. Also, es ist tatsächlich mal wieder so ein Oha-Highlight auf Netflix, was auch länger nicht war, fand ich. Ja, definitiv. Ich habe gar nichts mehr auf Netflix großartig geguckt, weißt du? Das ja, genau. Also, The Last Dance, Michael Jordan. Ja. Kann man, klingt, wie gesagt, sehr gut. Ich habe es noch nicht mal zu Ende geschaut und empfehle das hier mit Nachdruck. Okay. Ich habe keine Empfehlung sonst, aber ich habe mal eine Frage. Wie steht ihr zu dieser Tiger King-Doku-Geschichte? Tiger King, den Hype kann ich nicht mitmachen, muss ich sagen. Das hast du geguckt oder hast du gar nicht geguckt? Ich habe das nach anderthalb Folgen abgebrochen, weil ich, weiß ich nicht genau. Mhm. Ich habe irgendwie, er hat mich nicht gecatcht, aber das kann auch andere Gründe haben. Ja. Vielleicht sollte ich es mal irgendwann zu Ende schauen. Ich bin nicht sicher. Ich kann tatsächlich, finde ich es lustig, diese absurden Dinge, die ich immer, also die ich außerhalb der Doku so sehe, also hier die ganzen Memes und diese ganzen Sachen, diese Lieder, die er da gemacht hat, also das finde ich schon mega krank. Aber irgendwie bin ich nicht dran geblieben, kann aber auch sein, ich habe manchmal so einen Reflex, wenn der Doku schon, bevor ich die gucke, zu sehr überhyped wird, dann habe ich so einen Abwehrmechanismus und dann schaue ich es dann nicht mehr so. Weil ich denke, nö, jetzt will ich nicht mehr. Genau. Okay. Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr negativ an die ganze Sache rangegangen und habe eigentlich gedacht, dass ich keinen Bock habe, mir sowas anzugucken, weil da war ja so lauter Lowlifes, die da am Start sind, und der eine ist die ganze Zeit oberkörperfrei dann zu sehen und hat keine Zähne im Mund. Und da habe ich mir schon gedacht, was sind hier? Da sind einige, die keine Zähne im Mund haben. Ja, das ist aber okay. Das kann ja, also muss ja jeder für sich entscheiden, ob er Zähne im Mund haben will oder so. Ja, also insofern will ich jetzt nicht. Ich glaube, die haben das nicht so ganz entschieden, aber okay. Ja, genau. Aber ne, ich habe dann gedacht, okay, trotzdem irgendwie ein bisschen merkwürdig, ja. Und dann war ich aber echt positiv überrascht, weil also jede Folge dann für sich dann so Cliffhanger hat, und natürlich ist alles mega skurril und diese Wendungen, und dann, was Basti halt auch sagt, dass er diese ganzen, der Tiger King dann so viele Lieder dann hat, die er wahrscheinlich gar nicht selber gesungen hat, aber für seine Feinde und so, das war schon mega absurd. Und mich hat es tatsächlich am Anfang der Corona-Zeit extrem gut unterhalten. Also ich fand es sehr, sehr lustig. Und ich finde trotzdem, dass das alles fast nur Unsympathen sind. Da ist kaum jemand, der wirklich gut bei wegkommt, bis auf die ein, zwei, die dann halt irgendwie dort arbeiten, in dem bei Tiger King grundsätzlich, um halt irgendwie über die Runden zu kommen. Da gab es ein paar sympathisch, ansonsten waren die Hauptacts alle unsympathisch, aber irgendwie fand ich es doch ganz lustig.
Ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe bis Folge 5 jetzt aktuell geguckt. Merke aber auch, dass jetzt so eine kleine, also es reicht dann auch. Man braucht dann auch eine Pause. Zu viel kannst du davon, nee, kann ich zumindest nicht hintereinander wegkonsumieren. Es wird auch, glaube ich, keine zweite Staffel oder so davon geben. Aber die eine Staffel, ist aber auch die okay. reicht. Aber ich kann auch Leute verstehen. Also ich kenne auch ein paar Leute, die es überhaupt die es ganz schlimm finden. Und gerade wenn du den Tierquäler-Aspekt dann noch mit reinnimmst, ja. dann ist es noch mal schwieriger. Aber gut, es gibt auch Leute, die sollen sich dann halt eher Siegfried und Roy angucken. Rest in Peace, Roy, ja, an dieser Stelle. Ja. Dann haben sie auch ihre anderen Tiger Kings. Insofern ist das auch vollkommen. Ich glaube, das war jetzt aber tierquälerisch auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, gut, also gut, der hat sich ja dann gewehrt, aber naja, gut, Spanner. Das escalated aber clever. Das finde ich aber, naja, also ich muss tatsächlich bei mir sagen, wenn wir über so Serien reden, ich habe während Corona echt wenig geschaut, obwohl man ja denkt, man hat viel zu schauen. So, also, das ist ganz, ganz merkwürdig, wenn man in so einen abgestumpften Flow reinkommt, dass man dann gar nicht so viel schafft, wie man denkt, auch sportmäßig so zu denken. Ich habe keinen Sport gemacht. Ich habe nicht mehr auf meine Ernährung geachtet. Also es ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Also das ist ganz, ganz merkwürdig, wenn man diesen Flow verloren. Ja. Aber ich muss tatsächlich, wenn ich so mit Kumpels irgendwie zu tun habe, muss ich tatsächlich noch ein bisschen den Bogen spannen zu normalen Dings. Eigentlich geht es uns allen ganz gut, wenn ich so denke. Also ganz ehrlich, so unser Umfeld, wir vier zum Beispiel, wenn wir so labern, natürlich den einen oder anderen nervt, aber es trifft ganz viele Menschen, glaube ich, echt anders. Ja, da fällt mir tatsächlich ein Kumpel von mir, der hockt seit Januar, der hat immer gearbeitet, hockt seit Januar daheim. Der dreht durch, dem geht es tatsächlich auch psychisch schlecht. Und da ist mir wieder eingefallen, Alter, warum beschwere ich mich irgendwie, weil ich nicht ins Stadion darf? So, weißt du, also so ein bisschen diesen Level wieder reinzukriegen. Kann ich jetzt hier nutzen, falls einer, tatsächlich ist er mittlerweile so weit, dass er sagt, er hat eigentlich als Koch gearbeitet, glaube ich. Der würde tatsächlich alles arbeiten. Das heißt, wenn irgendjemand irgendwas zu tun hat, egal was, hat er gesagt, bisschen Struktur in sein Leben zu bringen. Sag Bescheid. Also. Das war eine gute Sache. Vielleicht finden wir da ja. Also, vielleicht ist das für die gute Tat der Woche nächstes Mal eine Kategorie, dass der, wie gesagt, es gibt keinerlei Begrenzung, was die Tätigkeit betrifft. Es geht wirklich auch nicht um die Tätigkeit, sondern eher um die Tagesstruktur. Ja, Freunde. Ja, super. Sag Bescheid. Habe ich noch eine kurze Empfehlung. Ich habe selber noch nicht geschaut, aber ich habe jetzt schon mir ein paar Reviews angeguckt und habe gehört, dass es richtig gut sein soll. Und zwar genau, The Last Ride, die Doku über den Undertaker im WWE Network für all die Leute, die momentan aus den diversesten Gründen vielleicht nicht so wirkliche Lust haben, Wrestling so live gerade zu schauen oder so, aber die Doku muss extrem grandios sein. Okay. Leute, schaut mal rein, ich glaube, so viel Einblicke über den Undertaker haben wir selten bekommen. Sehr cool. War jetzt steht auch auf meiner Liste. Die Doku-Empfehlungswochen hier im Eintracht-Podcast. Ja, Disney Nature, Sunderland Till I Die, The Last Dance und The Last Ride. Also wenn ihr am Wochenende kein Fußball schauen wollt, dann müsst ihr mindestens zwei der Dokus zu Ende geschaut haben. Das ist die Hausaufgabe für die Woche. Sonst kriegt von René Ärger. Ja. Jeweils eine Rezension einschicken, bitte. Ja, ja. Okay. Genau. Aber nichts unter, also alles unter 2000 Zeichen wird direkt abgelehnt. Zack, weg. Ja? Oha. Gibt direkt 5 Minus. Oha. Schon, die harte Hand regiert bei dir. Ja. Hier wird keiner geschubst, hier wird direkt gedingst. Die Corona hat doch manche Leute verändert. Mensch. Irgendwann machen wir mal einen Enthüllungspodcast mit Maxi dann später, wenn er alt genug ist. Never ever. Never ever happen. Na gut. Gut, dann würde ich sagen. Deckel drauf. Machen wir einen Deckel drauf, Sack zu. Whatever. Es sind nur noch wenige Tage, bis es wieder losgeht mit Fußball. Ich bin immer noch total gehypt. Ich habe richtig Bock. Der Konora-Meister. Wir arbeiten am Ziel Konora-Meister SGE 2020. Wir werden auf jeden Fall am Samstag so ein bisschen Homepöbeln auf Twitter machen. Also wer Bock hat, sich zumindest da auszutauschen, ich glaube, Twitter könnte ein ganz guter Bereich sein. Hashtag Konora-Meister, den einen oder anderen Eintrachtler da am Samstag zu finden, dass wir vielleicht zumindest ein bisschen gemeinsam wahrnehmen. Wir wünschen euch bis dahin eine hoffentlich halbwegs ruhige und vielleicht auch ein bisschen motivierende Woche und ansonsten melden wir uns
tatsächlich dann ab der nächsten Woche wieder in gewohnter Art und Weise. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.